Hallo und schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Adobe Live am Mittwoch. Ich bin Tanja Hildebrand, bin heute euer Host und diese Woche dreht sich bei uns alles um Fotografie. Wir haben heute den dritten Stream dazu, haben heute 90 Minuten und wir haben heute einen ganz wunderbaren und immer wieder gern gesehenen Gast bei uns im Stream, nämlich Fotograf und Digitalkünstler Lasse Behnke. Hallo, schönen guten Morgen, Lasse. Moin Moin, hi. Schön, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du hier bist. Ich freue mich super, dass wir heute mal einen Stream gemeinsam haben. Du warst ja auch schon ein paar Mal bei Adobe Live. Ich glaube, du hast mittlerweile auch fast jede Host von uns getroffen. Dieses Kann sein, Mal sind, ja. sind wir gemeinsam online. Ich freue mich sehr. Ich mich auch. Für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, du machst Bildcompositing, du verkaufst deine Fotos bei Adobe Stock, beziehungsweise ich glaube, so hat bei dir alles angefangen. Du arbeitest auch auftragsbasiert und du gibst selbst auch Workshops im Bereich Bildbearbeitung und Compositing. Dein Portfolio ist wahnsinnig umfangreich, da können wir gleich am Anfang mal dann kurz reinschauen, was die Themenfelder angeht, von Porträtfotografie über Fahrzeuge, über surreale Bildwelten, was du mit Bildcompositing erschaffst. Also das wird super, super spannend, die folgenden 90 Minuten. Und ich schaue mal eben, bevor wir auch reinstarten, in den Chat hier rein. Hier ist nämlich einiges los. Sean ist da, Stefan ist da, Thomas, Wavy, Ruth, Vollhaus, würde ich sagen. Andrea cool. ist da. Schönen guten Morgen. Moin, moin. Wie immer, ihr kennt das Spiel. Wir sind live heute für 90 Minuten. Falls ihr gerade bei YouTube zuschaut, kommt gerne rüber zu Behance. Tim blendet hier gleich den Link ein. Hier ist der Chat, hier könnt ihr Lasse eure Fragen stellen. Und ja, ich würde mal sagen, Lasse, du hast ja einiges mitgebracht. Heute geht es um Fotocompositing. Bevor wir starten, möchtest du dich selber noch mal kurz vorstellen und vielleicht so einen kleinen Sneak Peek geben, was uns denn heute erwarten wird. Genau, also okay, dann fange ich mal an und wir gucken uns erstmal so ein paar Bilder von mir an. Ich bin hier einfach mal auf meiner Website. Die Bilder laufen jetzt einfach mal durch und ich kann ja mal so ein paar Worte zu mir erzählen, während ihr hier seht, was für Bilder ich mache. Also das sind im Prinzip alles Fotomontagen. Das hat sich bei mir einfach so entwickelt, weil mir das einfach am meisten Spaß gemacht hat. Ich habe auch angefangen zu fotografieren, ganz normal, und am Anfang wusste ich noch nicht genau, in welche Richtung es gehen soll. Ich habe Porträtfotos gemacht, ich habe auch für Firmen Porträts fotografiert und ich habe auch teilweise Hochzeiten fotografiert, was mir am wenigsten von allem gefallen hat am Ende. Und irgendwann bin ich einfach weil ich immer gerne mit Photoshop gearbeitet habe, bin ich da irgendwo hängen geblieben und habe mich irgendwann darauf spezialisiert. Und ja, wie du schon gesagt hast, habe ich mit dem Verkauf von Fotos angefangen. Und damals, ja, ich habe auch bei Adobe Stock angefangen, das hieß damals noch Fotolia. Und damit habe ich schon angefangen, als ich noch in der Ausbildung zum Mediengestalter war. Und damals musste ich immer ganz viele Bilder suchen für Kundenprojekte und habe dann irgendwann gedacht, ich versuche es selbst mal. Und das hat auf Anhieb ziemlich gut geklappt. Und dann habe ich mich tatsächlich direkt nach der Ausbildung, als ich fertig war 2011, also Anfang 2011, habe ich mich dann selbstständig gemacht. Und seitdem bin ich selbstständig und die ersten Jahre habe ich wirklich fast ausschließlich Stockfotografie gemacht. Und in den ersten Jahren hat sich das dann auch entwickelt, dass ich am Ende nur noch Fotomontagen gemacht habe. Und natürlich habe ich auch fotografiert, weil bei der Stockfotografie ist es einfach so, dass man alle Bildteile selbst produzieren muss. Und deswegen war ich so ein bisschen gezwungen, mich auch in die Fotografie einzuarbeiten. Und heute fotografiere ich aber eben hauptsächlich nur noch für meine Fotomontagen. Also ich fotografiere zum Spaß auch noch mal so irgendwie Landschaften und gehe mal raus mit der Kamera. Aber das ist eher seltener geworden als früher. Okay. Genau. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich glaube, so 2016 fing das an, dass ich dann meine ersten Workshops gegeben habe. Und ja, dadurch, dass auf Social Media ein bisschen mehr Interesse da war, haben sich dann solche Möglichkeiten ergeben. Und dann habe ich Vorträge gehalten und Video-Tutorials aufgenommen, unter anderem für LinkedIn Learning, was damals noch Video to Brain war. Und und dann hat sich das alles so entwickelt. Und ja, mittlerweile mache ich hauptsächlich einerseits Aufträge und ich habe auch ein neues Projekt gestartet, kann ich vielleicht auch noch mal kurz zeigen. Das muss ich mal eben hier, ist gerade von Zoom das im Weg. So.
Genau, ich habe auch noch eine neue Website gestartet, die heißt fotobooster.de. Da kann man auch ganz viele Tutorials von mir anschauen. Das ist ein Portal, wo man Mitglied werden kann und wo ich aktuell sehr viel dran arbeite. Das ist aktuell so mein größtes Projekt, wo ich meine ganzen aufgenommenen Kurse hochgeladen habe. Und es gibt auch eine Menge Downloads und so weiter und so fort. Genau, cool. Das sind so die Sachen, die ich so mache, größtenteils. Vielleicht ganz kurz. Genau. Ich finde es auch total spannend, weil ich habe mir im Vorfeld für unseren Stream, habe ich mir auch deine alten Streams, oder was heißt alten Streams, da wo du auch schon, du warst ja schon ein paar Mal bei Adobe Live und ich glaube, das älteste war irgendwie vor 4 Jahren oder so und ich glaube, da war gerade sehr aktuell das mit Adobe Stock und ich finde es das cool, quasi so in der Retro-Perspektive auch zu sehen, was du jetzt so in den letzten 4 Jahren gemacht hast und wohin sich das dann so entwickelt, ne? Jetzt auch so mit den Tutorials und dass du eben selber auch Kurse gibst, das ist sehr, sehr cool, wie sich das so verfestigt hat, so deine Richtung auch. Ja, absolut. Also ich finde es auch super, dass es sehr vielfältig ist. Also damals habe ich ja eine Zeit lang wirklich nur Stock gemacht, wahrscheinlich zu 95%. Ich habe mal hier und da einen Auftrag gemacht, wenn nicht irgendwas Spannendes, wenn sich da irgendwas ergeben hat, aber zu 99% Stock gemacht und das war, mir hat das schon sehr gut gefallen, auf jeden Fall, aber manchmal war das ein bisschen einsam, weil man eben sehr viel einfach zu Hause sitzt und Bilder bearbeitet, im Prinzip den ganzen Tag. Das ist auch das, was ich am liebsten mache, aber manchmal möchte man dann doch vielleicht nochmal einen anderen Menschen sehen und daher war es dann ganz cool, irgendwie mal einen Workshop zu geben und vor Leuten zu sprechen, auch einfach das zu lernen, weil am Anfang war das halt auch nicht so mein Ding. Ich bin jetzt eigentlich auch nicht so der Typ, der so sehr extrovertiert ist und der sich jetzt irgendwie dauernd vor Leute stellen muss, aber ab und zu mache ich das ganz gerne. Und das war auch eine gute Übung. Und von daher macht mir die Vielfalt sehr viel Spaß. Cool, ja, schön. Ja, genau. Und dann kann ich ja mal zeigen, was ich so mitgebracht habe heute. Oder wolltest du noch irgendwas sagen oder fragen? Super gern. Nee, ich habe hier nebenher mal in den Chat ganz kurz geschaut. Hier kommt von Elke, ist auch hier cool. Mal dem Lasse zuhören, kann man nur was lernen. Kann Lasse als Tutor nur empfehlen. Also hier kommen schon sehr viele Zusprecher. Dankeschön. Und Freude auf den Stream. Das freut mich natürlich, wenn die Leute sich freuen und mich loben für meine Arbeit. Das ist natürlich die beste Motivation. Genau, ein Bild, was ich heute mitgebracht habe, ist das hier. Das hat jetzt tatsächlich gar nicht so extrem viel mit Fotocompositing zu tun, sondern es ist so ein bisschen, also klar, es ist auch ein bisschen Composing, weil wir ein paar Sachen reinmalen ins Bild, aber es sind jetzt nicht so mehrere Bilder kombiniert. Es geht so ein bisschen darum, ich wollte bei dem Bild so ein bisschen zeigen, also das können wir gleich natürlich nochmal von Anfang an bearbeiten, wie man vielleicht für den Betrachter ein schöneres Bild erschafft, wie man Fokus auf einen bestimmten Bereich schafft, wie man eine Geschichte erzählt mit einem Bild und wie man einfach ein Bild, was vorher vielleicht ein bisschen langweiliger war, aufwerten kann mit relativ einfachen Mitteln. Genau. Cool. Genau. Und dann habe ich noch ein zweites Bild mitgebracht. Das wäre dann, muss ich mal gucken, was ich habe hier, dieses. Einfach nochmal eine Möwe, die so ein bisschen im Regen steht, einfach um dort auch nochmal den Fokus des Betrachters so ein bisschen mehr auf die Möwe zu lenken, weil häufig hat man ja Fotos, die vorher so ein bisschen, die vielleicht in der Wirklichkeit anders gewirkt haben, als sie dann später vielleicht auf dem Bildschirm wirken. Natürlich ist das, was ich daraus gemacht habe, nochmal was komplett anderes, aber mir geht es so ein bisschen darum, den Fokus des Betrachters so ein bisschen auf die wichtigen Dinge zu lenken, wie man das dann am Ende macht und ob man dann da noch Regen einbaut und so weiter und ob man das ganze Bild so neblig und dramatisch macht, wie ich das vielleicht am Ende gerne tue. Das ist eine andere Sache, aber ich will so ein bisschen grundsätzlich ganz gern darüber reden, wie man vielleicht bestimmte Dinge in den Fokus rücken kann und wie man bestimmte wie man den Betrachter so ein bisschen dazu bringen kann, Bilder schöner zu finden. Zumindest nach meiner Meinung ist das untere Bild auf jeden Fall besser als das obere. Wie ist es denn bei dir? Du hast ja wahrscheinlich über die Jahre dir ein wahnsinniges Sammelsurium an Motiven und Fotografien irgendwie auch selbst angeeignet oder gemacht. Wenn du jetzt zum Beispiel die Möwe da siehst und du fotografierst die, weißt du dann direkt, was du damit machen willst? Oder machst du dieses Foto, legst es hin und weißt, okay, ich habe irgendwo eine Möwe. Wenn ich mal den Bedarf habe, dann schaue ich, welche, weiß ich nicht, Bildstimmung dann gefragt ist. Also tatsächlich, also dieses Bild hier tatsächlich, das mit der Möwe habe ich noch nicht mehr selbst geschossen. Das hat mein Bruder gemacht. ich habe das häufig so gemacht, dass ich, wenn ich wusste, dass Familienmitglieder oder Freunde
an interessante Orte fahren. Das hier ist jetzt aus Irland. Dann habe ich denen eine Kamera mitgegeben, weil die meistens nicht so gute Kameras haben. Und dann kriege ich ein bisschen Material. Das andere Bild mit dem Haus vor dem See, das habe ich aber selbst geschossen. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich eigentlich meistens nicht, also manchmal, wenn ich wirklich ein Shooting mache für ein bestimmtes Thema, dann weiß ich, dann überlege ich mir vorher schon, was ich damit machen will. Aber wenn ich jetzt so einfach durch die Gegend laufe, auch im Urlaub und so, dann fotografiere ich einige Sachen. Bei einigen habe ich vielleicht direkt eine Idee, aber bei den meisten laufe ich, glaube ich, durch die Gegend wie jeder andere Mensch auch und fotografiere einfach das, was ich gerade interessant finde und überlege mir dann später was. Und meistens fotografiere ich sehr viel, um dann meistens ist es ja so, dass man immer genau das Bild, was einem am Ende fehlt, dass man das dann nicht hat und dass man das dann nicht findet. Deswegen fotografiere ich immer umso mehr und ich lösche eigentlich auch gar keine von meinen Fotos. Deswegen quillen meine Festplatten über, weil ich überhaupt nicht aussortiere. Tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, du hast Terabytes wahrscheinlich an Bildmaterial, oder? Ja, sehr, sehr viele, ja. Ja, einfach einerseits natürlich auch, weil ich faul bin und nicht aussortiere, aber andererseits auch, weil ich Sorge habe, dass ich irgendwas doch nochmal brauche. Und das ist schon häufig vorgekommen, dass ich dann gedacht habe, das hättest du jetzt gebraucht und damals hast du es nicht fotografiert und du hättest es fotografieren können. Und deswegen fotografiere ich mittlerweile fast alles, was mir so in die Quere kommt, wo ich so denke, das könnte mal ein Element für ein Compositing sein. Okay. Ja. Ist ja, auch klar. Wahnsinnig beeindruckend, weil du ja wahrscheinlich auch einfach eine sehr durchdachte Struktur hinter all deinen Elementen dann ja auch haben musst, also hinter den ganzen Fotos oder das ja auch alles im Kopf letztendlich dann auch hast. Ja, ich habe sie tatsächlich grob sortiert, aber wirklich nur sehr grob und das meiste mache ich dann echt aus der Erinnerung. Wenn ich jetzt was Bestimmtes brauche, dann denke ich, da und da bei der Reise oder da und da in dem Ordner finde ich vielleicht was. Ich muss dann auch tatsächlich häufig sehr lange suchen. Also die Bildrecherche ist häufig das, was am längsten dauert. Das dauert länger als das Zusammenmontieren meistens. Ach, okay. Ja, genau. Ja, so ist das. Cool. Sollen wir mal in das erste Foto reinschauen, wie du das so angehen würdest? Gerne. Dann mache ich das hier mal dicht und werde hier direkt mal die RAW-Datei öffnen. So, hier haben wir die RAW-Datei. Irgendwie ist das so fotografiert worden, dass es schon von vornherein irgendwie komische Farben hat. Wobei, bevor ich das hier öffne, ich mache es noch einmal eben hier, ich breche das noch einmal ab, will ich noch einmal zeigen, wie die Hütte eigentlich aussah. Denn eigentlich stand sie dort und ich habe jetzt quasi, das ist ein Ausschnitt aus diesem Bild hier und das habe ich 2016 geschossen, das Bild. Damals war ich auch bei der Adobe Max in den USA und danach haben wir noch so einen kleinen Roadtrip gemacht mit ein paar Freunden. Und das hier ist dann in der Nähe vom Yosemite National Park. Und ich war mit Landschaftsfotografen unterwegs, die immer sehr früh aufstehen, häufig. Und das war für mich ziemlich hart und es war super kalt an diesem Morgen. Wir sind um 5 oder so aufgestanden, nachdem wir bei Minusgraden eine Nacht im Zelt verbracht haben, was ich vorher auch noch nie gemacht habe. Und es war super kalt. Aber wir haben ganz schöne Fotos gemacht und haben dann hier den Sonnenaufgang fotografiert. Und ja, da ist unter anderem eben das Bild entstanden mit der Hütte, die da eben am See steht. Und cool. So Fotos am Morgen oder auch so bei Sonnenuntergang, so die blaue Stunde oder so, die haben ja auch oft dann schon selber so eine Farbstimmung, die auch sehr... Ja, absolut. Das ist natürlich immer so das beste Licht. Also, und auch ein Licht, was ich normalerweise in meinen Fotos sehr gerne einbaue oder eben auch schon vorher fotografiere, so Gegenlicht. Gut, blaue Stunde, dann ist das Licht auch schon weg, aber einfach so Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, das ist natürlich immer... die spannendste Lichtsituation eigentlich, finde ich zumindest. Genau. Ja, zumal bei dir in deinen Fotografien, du arbeitest eh sehr viel mit Lichtstimmung. Das finde ich irgendwie total faszinierend daran. Und ich finde es auch total interessant für alle, die dir vielleicht nicht auf Instagram folgen. Da zeigst du auch oder hast du in letzter Zeit auch sehr viel so vorher, nachher, wie du die Fotos, welche Elemente du zusammenbringst. Das finde ich total interessant, ne? Weil das sieht man ja so auf den ersten Blick gar nicht. Wenn man auf deine Webseite irgendwie geht, da sieht man die super Bildkomposition, die Ergebnisse und aber auch so aus was das eigentlich alles für Elementen besteht. Ja, genau. Es ist auch tatsächlich so, seit ich das mache bei Instagram, habe ich sehr viel mehr Engagement und sehr viel mehr Likes. Ich habe das schon mal gemacht, also ich habe jetzt wieder damit angefangen und dazwischen hatte ich eine Zeit, wo ich gedacht habe,
Irgendwie nervt mich das, dass die Bilder immer nicht so in ihrer vollen Pracht rüberkommen. Dann habe ich eine Zeit lang wieder die Bilder sozusagen vollformatig gepostet, ohne die Bilder oben drüber. Da habe ich ganz klar gemerkt, dass das dann weniger Likes gibt auf Instagram. Das ist ja nun mal wichtig und dass das nicht so gut funktioniert. Deswegen habe ich jetzt wieder angefangen, es so zu machen. Und weil es auch einfach, glaube ich, den Leuten einen höheren Mehrwert bietet und einfach schneller ersichtlich ist, worum es bei mir geht. Und ich glaube, wenn da einfach nur ein Bild zu sehen ist, dann denkt man manchmal, oh, sieht gut aus, aber scrollt schneller weiter. Und das ist ja auch so ein bisschen, worum es ja bei Social Media auch häufig geht, dass man den Leuten irgendwie so einen gewissen Mehrwert bietet. Und wenn man so ein bisschen seine Vorher-Nachher-Bilder zeigt, dann hat es natürlich auch einen gewissen Lerneffekt für die Leute. Total. Und du kannst ja eigentlich auch so ein bisschen, also finde ich voll interessant, wenn du sagst, du merkst es auch so stark, aber du kannst ja dadurch auch so ein bisschen deine Qualität als ja, Bildbearbeiter irgendwie da mehr zeigen, wie vielleicht nur das Ergebnis, also oder? So. Ja, ja, klar, man sieht natürlich so ein bisschen mehr, wie viel Arbeit eigentlich da häufig drin steckt und ja, was man da eigentlich alles für machen muss, weil viele Leute vielleicht auch, keine Ahnung, ich glaube, dass viele Leute natürlich heute so durch die ganzen Filter, die es mittlerweile gibt und KIs und so weiter, dadurch hat man nicht oftmals vielleicht nicht mehr so ein gutes Gefühl, dass das eigentlich sozusagen ein gewisses Handwerk auch ist und so Erfahrungen vielleicht auch erfordert, so diese Bilder so zu erstellen. Und ja, dadurch kann man das vielleicht so ein bisschen zeigen und auch ein bisschen zeigen, was vielleicht möglich ist. Ja. Ja, cool. Genau. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal das Bild hier an. Ja, wie gesagt, das hier ist so eine, irgend so eine Hütte gewesen, die da einfach mitten im Wald steht. Eigentlich ein tatsächlich ziemlich cooler Ort, um da so eine Hütte zu haben. Die war aber scheinbar verlassen oder, weiß nicht, vielleicht haben die Menschen da drin auch noch geschlafen und haben sich da verbarrikadiert. Ich weiß es nicht, aber ich schätze mal, dass sie verlassen war. Und ich dachte mir, eigentlich ein ganz cooles Bild, aber so insgesamt denkt man vielleicht, ja, ist eine nette Hütte an einem See, aber ist jetzt nicht so super spannend. Ich glaube, es wäre spannender, wenn man irgendwie dem Bild ein bisschen Leben einhaucht und die Hütte bewohnt aussehen lässt und das Ganze eben noch in eine, vielleicht in eine Nachtszene oder Abendszene umwandelt, einfach damit so ein bisschen mehr Emotionen rüberkommen, weil ich würde jetzt sagen, dieses Bild, ja, ist ein nettes Foto, aber jetzt auch nichts, was man übermäßig lange anschauen würde. Man würde wahrscheinlich relativ schnell weiter scrollen, wenn man es irgendwo sieht. Würde ich jetzt zumindest so machen. Und deswegen mache ich das in Camera Raw, mache ich das meistens so, dass ich das Bild erstmal so ein bisschen einfach nur vorbereite. Ich finde jetzt, das Bild ist so ein bisschen farblich komisch. Das ist hier auch beim Farbton irgendwie verschoben. Das ist aber anscheinend so fotografiert. Deswegen würde ich das hier mal ein bisschen zurückschieben, weil das so ein bisschen einen rötlichen Touch hat. Und jetzt erstmal versuchen, wir können es ruhig schon so ein bisschen bläulich färben, weil ich weiß ja, dass es eher eine dunkle Szene werden soll. Von daher kann ich es auch hier von der Belichtung mal ein bisschen runterdrehen. Und wenn, ich mache das auch häufig so, dass ich meine Bilder häufig ein bisschen abdunkle, weil ich sehr gerne eben mit Lichtern arbeite und mit starken Kontrasten. Und gerade wenn man jetzt hier so Schnee und sowas hat, der hier vor der Hütte liegt, dann ist das natürlich ein sehr heller Bereich. Und gerade wenn man dann mit Licht arbeiten möchte, dann überstrahlen diese Bereiche sehr schnell und es ist kein Detail mehr drin. Deswegen dunkle ich die Sachen dann häufig auch schon vorher so ein bisschen ab. Vielleicht ein bisschen Struktur rein, damit die Bäume hier noch ein bisschen mehr Struktur bekommen. Ein bisschen Schärfe kann auch eigentlich nie schaden. Da gehe ich dann meistens so ein bisschen näher ran und schärfe das Ganze noch so ein bisschen. Wenn das jetzt ein bisschen rauscht, das stört mich eigentlich weniger. So. Ist jetzt auch mit keiner übermäßig guten Kamera fotografiert, soweit ich mich erinnere. Also es war eine Sony A6000, glaube ich zumindest. Und auch mit keinem besonders guten Objektiv. Dafür hat das Bild noch eine recht gute Qualität. Gut, das wäre eigentlich auch schon so das, was ich machen würde. Vielleicht können wir die Lichter noch ein bisschen runterziehen, dann kriegen wir hier im Schnee noch ein bisschen mehr Struktur. Also, genau, den Rest würde ich dann eher in Photoshop machen. Ich mache das dann meistens so, dass ich die Umschalttaste gedrückt halte, dann ändert sich das hier unten auf Objekt öffnen und dann kann man auch im Zweifelsfall immer wieder zurück in Camera Raw. Genau. Ja, und ich würde sagen, jetzt haben wir hier eine ganz gute Grundlage und ja, das Bild ist auf jeden Fall noch zu hell. Können wir eigentlich, also könnte man jetzt auch in Camera Raw noch weiter abdunkeln können, ansonsten mache ich das jetzt hier über diesen Regler und würde das Ganze nochmal ein bisschen abdunkeln. Und ja, ich habe mir so ein bisschen gedacht,
wie kann ich den Betrachter irgendwie so ein bisschen länger vielleicht beim Bild halten, einfach indem man vielleicht dem Bild eben Leben einhaucht und wenn man bei dem Betrachter vielleicht auch eine gewisse Vorstellung von einer Geschichte sozusagen im Bild erzeugt. Also so ist einfach ein unbewohntes Haus, aber wenn man jetzt einfach das Licht in diesem Fenster einschaltet, würde ich jetzt sagen, fragt man sich vielleicht schon, wer wohnt da irgendwie mitten im Wald, am See und dann wird das Bild irgendwie direkt spannender. Und ich würde einfach schon mal hier das Licht einschalten. Das würde ich jetzt machen mit einer neuen Ebene. Die fülle ich mit Schwarz und wenn ich Licht einmale, nehme ich meistens farbig abwedeln als Ebenenmodus. Finde ich cool, dass du sagst, das Licht einschalten. Du baust quasi selber dann eine Geschichte in das Foto rein. Das ist gut. Genau. Das ist so ein bisschen der Plan zumindest. Und Was sagen? So. Jackie Lynn im Chat sagt, die Felsen haben eine total schöne Struktur, da möchte ich gleich zeichnen. Ja, das stimmt. Ich finde auch, also auch vielleicht jetzt durch diese leichte Bearbeitung schon mit Camera sieht es fast so ein bisschen gezeichnet aus. Vielleicht, weil wir die Strukturen noch so ein bisschen verstärkt haben, aber ja, die sehen echt, ich finde, das ganze Bild könnte ja auch so ein Gemälde sein und kann das natürlich nachher auch noch, ja. Der fließende Übergang auch so zu der Wasserspiegelung ist halt auch extrem schön so. Ja, also das Bild, also aber ohne das Haus, ich habe auch noch einen Ausschnitt, wo quasi nur diese Bäume und nur das Wasser zu sehen ist und man eben nur die, nur ein Teil Bäume sieht und auf dem Wasser dann die Spiegelung, das hängt auch in 1,80 Meter Größe tatsächlich hier bei uns im Wohnzimmer. Ach cool. Sieht ganz cool aus. Das wollte ich fragen. Lässt du deine Fotos oder hängen die bei euch auch so zu Hause? Also jetzt ein wirkliches Foto, sag ich mal, was jetzt nur ein bisschen bearbeitet ist. Da hängt nur eins wirklich in dieser Größe bei uns. Okay. Aber ich habe hier bei mir im Studio natürlich ein paar so in, ich weiß gar nicht, was es ist, ich glaube 60 mal 40 habe ich mir so einige auf so Metall ausdrucken lassen, die jetzt bei mir dann auf so einem Regal stehen. Das sind, cool. Gerade selbst mal 10, 6 Stück, die hier genau. Okay, jedes Jahr kommt eins dazu. Ja, so ungefähr. Manchmal, wenn sie zu alt werden, tausche ich sie dann aus. Okay, um das Licht jetzt einzuschalten, würde ich einfach jetzt hier eine Farbe nehmen. Ich nehme aus den Farbfeldern hier so ein helles Orange raus. Und jetzt würde ich einfach, vielleicht nehmen wir ein bisschen mehr Fluss, vielleicht 10%, und male jetzt hier einfach über das Fenster. Da muss man häufig ein paar Mal öfter drüber gehen, damit das klappt. Das ist auf jeden Fall schon viel zu orange, deswegen würde ich hier nochmal in den Farbwähler reingehen und eher ein bisschen mehr noch in Richtung Weiß gehen, damit es nicht so krass gefärbt wird. Wir können das natürlich gleich auch noch umfärben. Und jetzt mache ich das hier händisch. Kann man natürlich vorher auch freistellen. Wir können auch hier mal ein bisschen höher gehen noch mit dem Fluss, damit das ein bisschen schneller geht. Du arbeitest mit einem Zeichentablet oder machst du es mit der Maus? Jetzt gerade mache ich das mit der Maus, aber jetzt habe ich mich da vermalt. Aber ich habe auch ein Tablet, vielleicht benutze ich das auch gleich. Okay. So, und jetzt machen wir hier einfach mal das Licht an. Man sieht irgendwie bei diesem Ebenenmodus, dass das Licht so richtig schön, ich finde, das sieht immer, ist eine relativ realistische Form, wie sich das Licht so verhält und es ist an einigen Stellen vielleicht so ein bisschen ein bisschen gesättigter ist und so ein bisschen ungleichmäßig. Ja, genau. Das ist jetzt natürlich noch zu wenig, also da muss ich noch ein paar Mal drüber malen und hier hinter dem Baum würde ich dann hier so ein paar Mal einfach reinmalen. So ganz genau kann man das hier ja gar nicht erkennen, wo jetzt das Fenster aufhört. Wahrscheinlich hört es hier schon irgendwo auf. Wenn man sich vermalt hat, kann man einfach mit Schwarz das Ganze wieder entfernen. So, ich würde hier jetzt nochmal, jetzt bin ich tatsächlich beim Grafiktablett, weil dann, um hier wirklich die Ecken so ein bisschen zu bemalen, ist es doch etwas einfacher, mit der Druckempfindlichkeit zu arbeiten. Arbeitest du bei deinen Gestaltungen und arbeitest du eher mit dem Grafiktablett oder auch mit der Maus? Also ich arbeite vordergründig in Illustrator, also viel mit grafischen Formen. Deshalb, glaube ich, bräuchte ich es nicht unbedingt, aber manchmal mache ich es dann auch, weil es dann irgendwie doch so ein bisschen intuitiver ist oder dann klickt man nicht so ewig viel ja, bei seinen Ankerpunkten rum. Ja.
Aber tatsächlich gut, ich mache mit Photoshop, wenn dann mal Bildbearbeitung, da habe ich es eigentlich tatsächlich immer, weil das finde ich dann irgendwie auch sehr viel angenehmer. Also ich finde es tatsächlich für so malerische Sachen auch angenehm, aber wenn es darum geht, so an Reglern rumzustellen und so, finde ich es eher ein bisschen fummelig immer, weil man da schnell was verstellt und nicht so eine gute Kontrolle hat. Ja, das stimmt. Deswegen wechsle ich da auch viel hin und her. Ja. So, mir ist es jetzt immer noch zu gelb eigentlich, wobei es geht. Ich würde, glaube ich, jetzt hier nochmal die ganzen Punkte doch so ein bisschen rausmalen. Könnte es aber auch gleich noch ein bisschen heller machen, einfach über eine Tonwertkorrektur oder so. Aber jetzt habe ich hier schon mal so grob das Fenster. Von Weitem sieht es doch schon ganz gut aus. Und damit es noch ein bisschen netter aussieht, können wir jetzt hier noch so Streben reinmachen. Einfach mit Schwarz würde ich jetzt hier einfach so einen geraden Strich ziehen und hier einen nach unten. Und dann hat das Fenster noch so Streben. Und jetzt gehe ich mal in die Tonwertkorrektur, Steuerung L, dann kann man das Ganze einfach noch ein bisschen aufhellen. So. Einfach die Lichter ein bisschen nach oben ziehen. Ja, ist so richtig leuchtend. Jetzt sieht es auch schon viel mehr so aus, als würde da vielleicht jemand wohnen. Also manchmal muss man wirklich gar nicht so viel machen. Klar, ich mache jetzt hier noch ein paar Kleinigkeiten und würde gleich noch ein bisschen Nebel einbauen, vielleicht noch ein bisschen Rauch über dem Häuschen, dass das eben noch ein bisschen belebter aussieht. Und wir können hier natürlich noch so ein bisschen Lichtreflexion auf dem Schnee hier einmalen. Dafür würde ich jetzt aber wieder mit dem Fluss sehr weit runtergehen. Und dann male ich jetzt hier einfach mal so ein bisschen der gleichen Farbe, mit diesem Orange. Male ich jetzt hier einige Bereiche an. Versuche jetzt hier auch wirklich nicht so ganz mit einem großen Pinsel drüber zu gehen, sondern eher so ein bisschen versuchen, auch diese Struktur hier mitzunehmen, die der Stein vielleicht erzeugt. Dass hier zwischen auch sicherlich immer noch so ein bisschen Schatten ist. Mit hier ein bisschen. Cool. So ein bisschen, du verbindest eigentlich gerade so Zeichnen und Fotografie. Das finde ich irgendwie cool. Ja, genau. Also ich glaube, wenn man so ein bisschen zeichnerisch begabt ist, was ich eigentlich gar nicht bin tatsächlich, dann hat man sehr viele Vorteile, weil man wirklich so Bilder einfach später, also auch so Fotos noch übermalen kann mit bestimmten Effekten und so. Da hat man wirklich sehr viele Möglichkeiten. Aber weil du das gerade sagst, du kannst nicht so zeichnen, zeichnest du, also hast du ein Skizzenbuch? Weil bei dir, bei deiner Arbeit oder bei dem Prozess ist ja auch sehr viel mit Beobachten. Und wo setzt du Schatten, damit gewisse Dinge mehr hervorgehoben werden? Also es ist ja sehr viel mit Licht und Schatten, was ja sehr viel mit realistischer Beobachtung irgendwie auch zu tun hat. Also ich mache schon manchmal Skizzen, aber wenn, dann mache ich sie meistens eher tatsächlich für Kunden, weil die das gerne haben wollen. Aber ich bin nicht so ein guter Zeichner, deswegen bringt mir das meistens nicht so viel. Ich kann an der Skizze meistens nicht das darstellen, was ich im Kopf habe. Deswegen mache ich vieles tatsächlich aus dem Kopf und versuche das irgendwie so zu machen, dass es für mich einigermaßen richtig aussieht. Also ich bin da auch jetzt nicht derjenige, der da jetzt so ganz streng nach Lehrbuch immer vorgeht und wo man jetzt immer sagen kann, das ist alles irgendwie auf jeden Fall komplett hundertprozentig realistisch. Klar, ich versuche mich da auch weiterzubilden und zu schauen, wie verhalten sich Schatten, wie verhält sich Licht und so weiter. Aber ja, mit Skizzen mache ich da tatsächlich eher weniger. Okay. Und hier kam gerade noch eine Frage im Chat von Christian. Wird auf dem Wasser auch die Spiegelung von dem Fenster reingemalt? Ja, natürlich. Also das können wir hier natürlich auch direkt machen. Hatte ich in meinem fertigen Bild auch drin. Hätte ich jetzt vielleicht fast vergessen, aber das ist gut, dass du das sagst, Christian. Die müsste dann ja ungefähr hier sein. Von daher würde ich da jetzt einfach noch mal ein paar Mal drüber malen. Die muss ja gar nicht so stark sein. Vielleicht würde ich hier auch eher nochmal auf eine noch hellere Farbe gehen. Dunklere Bereiche lassen sich mit dieser Technik oftmals nicht ganz so gut aufhellen. Also manchmal muss man da mit einer anderen Farbe noch drüber malen vorher, weil das ist mir schon fast zu weiß. Ich nehme nochmal, ich mache es nochmal ein bisschen anders. Gehe nochmal hier wieder in einen etwas gesättigteren Bereich und werde hier einfach nochmal auf einer neuen Ebene, da können wir zum Beispiel negativ multiplizieren nehmen oder wir lassen es einfach bei normal, das geht auch, und hellen das einfach vorher schon mal so ein bisschen auf. So mal eben gucken, so im Vergleich, ob das ungefähr hinkommt. Hier ungefähr müsste das Fenster sein. Hellen das einfach hier so ein bisschen auf und dann malen wir nochmal auf dieser Ebene darüber, die ich jetzt da drüber gelegt habe, damit
der Effekt dann auch so ein bisschen verstärkt wird. Ja, und dann kommt es schon mehr. Genau, vielleicht hier noch so ein bisschen. Hier ist es ja wieder ein bisschen heller, das Wasser, weil sich hier der Schnee spiegelt. Da kann man dann auch, da muss man dann nicht unbedingt mit der darunterliegenden Ebene arbeiten. Aber wenn man eben so dunkle Bereiche aufhellen kann, dann aufhellen möchte, dann macht es manchmal Sinn, wirklich noch eine Ebene darunter zu legen, die dann den unteren Bereich so ein bisschen aufhält. Aber ich würde sagen, das sieht doch schon ganz nett aus. Ja, ja, auf jeden Fall. Genau. Und damit das Ganze sich jetzt auch so ein bisschen noch, damit es so ein bisschen mehr strahlt, kann man jetzt noch eine Ebene im Modus negativ multiplizieren nehmen. Das nehme ich immer gerne, um eben so, so Überstrahlungen zu erzeugen. Also so Glows. Dann nehme ich hier einfach ein Orange und klicke hier ein paar Mal drüber. Vielleicht eher so hier an den Rändern können wir auch mal so lang gehen, damit das Licht noch so ein bisschen nach außen strahlt. Vielleicht auch hier so ein bisschen über die Tanne strahlt. Mhm. Noch mal ein bisschen größer. Das ist ja auch immer so, dass der Betrachter das, oder das Augen automatisch immer zum hellsten Punkt des Bildes wandern. Und deswegen mache ich das eben auch häufig so in meinen Bildern, dass der hellste Punkt eben auch meistens dort liegt, wo mein Motiv ist. Also wo ich den Betrachter haben will, mache ich meistens in meinen Bildern auch den hellsten Punkt rein. Wenn wir das hier nochmal auf meiner Website anschauen, da kann man das auch meistens ganz gut sehen. Hier habe ich jetzt so eine Überstrahlung auf dem Boot eingebaut. Hier ist vielleicht hier unten, hier ist der hellste Punkt neben der Person. Ja. Hier haben wir sowieso eine Gegenlichtsituation, hier ist natürlich der hellste Punkt eher hier so ein bisschen. Aber ich versuche das schon häufig, dass, oder hier zum Beispiel ist bei dem Vogel, also auch in der Nähe der Person der hellste Punkt. Das versuche ich schon sehr bewusst einzubauen in meine Bilder und die dann in dieser Weise so ein bisschen zu gestalten. Mhm. Und dem Betrachter, der Betrachterin auch so ein bisschen so eine Lesrichtung dann auch vorzugeben, oder? Ja, genau, genau. Also da gibt es natürlich noch viele andere Möglichkeiten und ich würde jetzt auch gleich noch hier rundherum um das Haus noch dunkler machen, um wirklich so einen richtigen Fokus, also so eine Vignettierung zu haben, dass der Fokus des Betrachters wirklich so voll auf das Häuschen geht und dass man das nicht übersehen kann. Hier sind auch nochmal viele neue Leute im Chat. Wow. Robert, Oliver Groß, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Er sagt, wir sollten uns zusammentun lassen. Ja, den kenne ich gut. Ja. Okay. Den habe ich schon auf einem von meinen Workshops kennengelernt und danach haben wir uns, glaube ich, auch schon noch ein, zwei Mal gesehen. Ah ja, okay. Ja, ein sehr guter Zeichner, der Oliver Groß. Also solltet ihr euch seine Sachen auf jeden Fall auch mal anschauen. Okay. Ja. Und deshalb wahrscheinlich der Kommentar, wenn du zeichnest. Absolut, aber cool. Gegen ihn komme ich nicht an. Also der kann wirklich gut zeichnen. Das kann ich nicht. Also ich kann so ein bisschen Licht malen vielleicht, aber da hört es dann auch schon bald auf. Und aber ist ja auch schon gut. Ja, für mich reicht das meistens. Und ich kann natürlich mit Pinselspitzen arbeiten, was ich auch sehr gerne mache. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so ein bisschen Rauch einbauen möchte, dann, ich habe jetzt zigtausend Pinselspitzen bei mir, kann ich zum Beispiel so einen Wolkenpinsel nehmen. Mhm. Und würde jetzt hier, also der ist jetzt so eingestellt, dass der automatisch immer so ein bisschen die Größe verändert, die Deckkraft verändert. Das können wir auch noch ein bisschen verändern hier. Also wir können auch noch sagen, ich möchte gern, dass sich der Pinsel hier zufällig so ein bisschen dreht, damit wir so einen sehr zufälligen Rauch generieren können. Und hier beim Abstand kann man das vielleicht noch ein bisschen näher zusammen machen. Und dann sieht das doch schon so ein bisschen aus wie so Rauchschwaden hier. Vielleicht so. Und unter Transfer können wir jetzt noch ein bisschen einstellen, dass die Deckkraft sich noch ein bisschen zufällig verändert, während wir malen. Und dann kann man hier wieder mit wenig Fluss sich hier so ein bisschen das so aussehen lassen, als wenn jetzt hier auch so ein bisschen Rauch aus dem Schornstein kommt. Machst du dir auch deine eigenen Pinsel? Ja, absolut. Also, okay. Genau. Also diesen habe ich zum Beispiel auch selbst gemacht. Okay. Also dafür zeichne ich dann tatsächlich auch manchmal so ein bisschen. Also das hier, ich weiß gar nicht mehr jetzt genau, wie ich diesen speziell gemacht habe, ob das eine freigestellte Wolke war. Also dieser Pinsel hier zum Beispiel ist ja auch ein Wolkenpinsel. Da sieht man das auch, wenn ich den jetzt mal ein bisschen sichtbarer mache, dann sieht man auch, dass das eher eine fotografierte Wolke war. Und daraus habe ich dann einen Pinsel gemacht. Bei dem anderen hier weiß ich es jetzt gerade gar nicht mehr genau. Aber zum Beispiel so, wenn es so um Pinsel für Haare geht oder so, da die zeichne ich dann tatsächlich auch selbst mit einem Grafiktablett, dass ich, wenn ich so Haarsträhnen oder so, die zeichne ich mir dann und baue mir daraus dann einen Pinsel. Cool.
Da hatten wir vor kurzem hier auch bei Adobe Live von Julia Zieger einen tollen Stream. Ah, okay. Da ging es auch um Pinsel erstellen. Ja, wahrscheinlich gibt es da noch Spezialisten, die die da noch die richtigen Tricks kennen. Und man kann ja auch, wie heißt nochmal dieses Tool von Adobe, wie man mit jemandem Pinsel Capture? Erstellt? Capture, Adobe. Genau. Capture, genau. Das ist ja. Natürlich, das ist natürlich auch cool, ja. Ja, das habe ich stimmt. auch schon ein paar Mal benutzt. Ja, und vor allem, wenn du dann auch einfach nochmal in die Pinseleinstellungen reingehst, ne? So wie du das gerade auch so ein bisschen gemacht hast, was man da dann einfach doch nochmal rausholen kann, ja, mit da der kann Dynamik man und wirklich ja. Super viel machen, absolut, ja. Ja, ich würde sagen, reicht wahrscheinlich schon, vielleicht hier oben noch so ein bisschen mehr, was ist hier so ein bisschen auseinander, so. Cool. So, und jetzt ist ja schon so ein bisschen mehr Leben einfach da in der Bude und kann man hier meine Ebenen ein bisschen benennen. So, das ist der Rauch, das hier, ach genau, das war die Überstrahlung. Du arbeitest ja mit unfassbar vielen Ebenen, wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen. Meistens schon, ja. Weißt du, was dein höchstes war? Also ist das vielleicht auch eine komische Frage, aber... vielleicht gar nicht so viel, wie jetzt Leute erwarten würden, aber ganz genau weiß ich es nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich immer drauf schaue, wie viele Ebenen ich da drin habe, aber schätzungsweise wahrscheinlich so 150 bis 200. Okay. Ich glaube aber, da gibt es Leute, die ein paar mehr hundert noch drin haben. Ich versuche schon irgendwie möglichst auch non-destruktiv zu arbeiten, dann auch viel mit Smart-Objekten, die dann ja oftmals auch aus mehreren Ebenen bestehen. Von daher kann man das vielleicht manchmal auch gar nicht mehr so genau sagen, wenn ich da ganz viele Smart-Objekte drin habe, dann sind es vielleicht am Ende auch sogar mehr. Okay, aber schon eine ganze Menge. Kommt schon vor, dass es viele sind. Also bei diesem hier werden es jetzt nicht so viele werden, das ist natürlich eher eine einfache Bearbeitung, aber eben mit einem netten Effekt, wie ich finde. Mhm. So, ich wollte noch mal so ein bisschen ein paar der Bäume hier anmalen, dass die vielleicht noch so ein bisschen Licht bekommen. Ja. Thomas hat im Chat noch einen Tipp. Er sagt nämlich, wer sich nicht die Mühe machen will, mit selber Pinseln zu erstellen, Kalti Webster hat tolle Wolkenpinsel in Photoshop erstellt. Da lohnt es sich auch immer, bei seinen Pinseln mal vorbeizuschauen. Das habe ich jetzt gerade nicht ganz, da war irgendwie gerade der Ton abgehackt. Was ist Achso, Kalti Webster war jetzt gerade ein Ach, Tipp Ach, Kalti Webster. Ah ja. Mhm. Genau, ja, er hat wohl auch tolle Wolkenpinsel. Ja, den habe ich auch tatsächlich schon mal live gesehen und hat da auch live auf der Bühne Pinsel erstellt und gezeigt bei der Adobe Max. Ich glaube 2018. Ja, okay. Ja. Cool. Der hat auf jeden Fall eine Menge Pinsel. Okay. Dann haben wir jetzt da so ein bisschen Licht eingemalt, ein bisschen Rauch. Hier haben wir nochmal ein bisschen Licht auf dem Wasser. Und dann können wir vielleicht nochmal so ein bisschen Nebel hier vor den Felsen einmalen, also ein bisschen Dunst über dem Wasser. Dafür habe ich auch einen netten Pinsel. Ich habe extra mir mal so einen Bodendunstpinsel erstellt. Ah, okay. Der ist jetzt auch so eingestellt, dass, man kann es jetzt so ein bisschen erahnen, dass sich eben auch hier die Deckkraft und die Größe mal zufällig verändert. Mhm. Dann kann man eben so ein bisschen, ich mache den jetzt relativ groß, so. Dann kann man so ein bisschen so aussehen lassen, als wäre hier auch ein wenig Dunst über dem Wasser. Vielleicht hier so ein bisschen stärker im Bereich des Hauses. Ja. So. Dann kann man auch noch mal so ein bisschen den Bereich hier, wo das Haus ist, so ein bisschen darunter aufhellen, um den Fokus hier noch etwas mehr in die Richtung zu bekommen. Reicht vielleicht schon, vielleicht noch ein bisschen mehr. Und dann kann man auch noch mal den Wolkenpinsel von eben nehmen und vielleicht noch so ein bisschen Nebel über den Wald malen. Das ist hier auch noch mal so ein bisschen. Wobei vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt mit diesem Pinsel hier machen will oder ich mache das eher mit einem normalen Pinsel vielleicht. Mhm. Nehme mir vielleicht mal hier eine Farbe aus dem Schnee auf. Vielleicht hier sowas. Guck mal, wie das aussieht. Das ist so ein bisschen so ein bläulicher Dunst. So. Ja, ist eigentlich ganz cool. Wie arbeitest du dich da so voran? Also dadurch, wenn du jetzt gerade so den Nebel und irgendwie den Dunst auf dem Wasser, justierst du da nochmal bei jeder Ebene, so bei jedem Element nochmal so nach? Also dass du bis du irgendwann so dein perfektes Ergebnis kriegst, weil es ist wahrscheinlich auch so viel Feinjustierung, oder? Wie viel Nebel, wie viel Dunst?
Ja, das kann schon vorkommen, dass ich am Ende nochmal drüber gehe und dann wirklich die Deckkräfte nochmal verändere der verschiedenen Ebenen. Und das auch häufig ist es auch so, dass ich nochmal mir das Bild später nochmal angucke, also dass ich weggehe vom Rechner und dann später wiederkomme und dann denke, ah, dann nee, das sieht nicht gut aus. Und dann fallen einem manchmal noch ganz andere Dinge auf, weil man manchmal ja so ein bisschen betriebsblind wird, wenn man zu lange irgendwie auf das gleiche Bild schaut. Ja, okay. Und hier kann ich das jetzt natürlich nicht machen, dass ich jetzt einfach mal für 5 Minuten den Stream verlasse. Aber normalerweise mache ich das sehr häufig, dass ich dann einfach mal ja, in die Küche gehe, mir was zu essen hole oder so. Und dann sieht man nochmal ganz andere Dinge. Machen in 2 Stunden noch mal weiter. Ja, genau, ist eine gute Idee. Guck jetzt gerade nochmal. Ich finde jetzt diesen blauen Dunst, den ich jetzt hier eingemalt habe, ganz cool. Ich finde aber, dass vielleicht dieser Dunst auf dem Wasser, der könnte auch noch ein bisschen bläulicher werden. Und von daher könnte ich hier einfach mal auf Färben gehen und dann muss ich aber die Helligkeit ein bisschen runtersetzen, um den auch noch mal so ein bisschen bläulich zu färben. So, dann passt das ein bisschen besser dazu. Ja, okay. Genau. Und dann können wir eigentlich mal, das Bild ist auch schon fast fertig, würde ich sagen. Es ist jetzt eher eine kleine Bearbeitung zum Starten. Können wir einfach mal ich würde jetzt hier den Bereich rund um das Häuschen noch ein bisschen abdunkeln. Da habe ich jetzt einfach eine Ebene, Modus normal und würde jetzt mit Schwarz einfach hier drüber malen. Ich habe jetzt 6% Fluss und mache jetzt einfach ja, den Bereich um das Häuschen noch ein bisschen dunkler mit einem sehr großen, weichen Pinsel. Um dann das Element auch noch mal so ein bisschen mehr in den Vordergrund zu heben. Genau. Genau, also wenn ihr irgendwas ein bisschen für den Betrachter in den Hintergrund rücken wollt, dann macht es einfach dunkler. Und alles, was in den Vordergrund rücken soll, einfach heller machen. Gut, und dann können wir dem ganzen Bild nochmal so einen kleinen Farb- und Kontrastkick geben, indem wir einfach eine Tonwertkorrektur nehmen und das Bild sozusagen mit sich selbst verrechnen. Einfach im Modus weiches Licht. Dann kriegen wir nochmal sehr viel stärkere Farben und sehr viel stärkere Kontraste. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. Deswegen können wir entweder hier die Deckkraft ein bisschen runtersetzen oder wir können natürlich auch hier mit den Reglern so ein bisschen rumspielen, aber vielleicht sowas hier in der Richtung. Ich mag sehr dunkle Bilder mit viel Kontrast. Andere mögen es vielleicht nicht so gerne, aber meine Bilder sind häufig recht dunkel, weil ich einfach auch finde, dass wenn man so ein Licht im Bild hat, das kommt natürlich viel besser zur Geltung, wenn der Rest dunkel ist, also man kriegt einen viel schöneren Kontrast dann hin. Und wir können jetzt vielleicht noch einmal diese Ebene mit den Überstrahlungen wieder hier oben drüber legen und vielleicht die Überstrahlung noch so ein ganz bisschen verstärken. So, damit wir hier irgendwie so ein richtig, das ist natürlich jetzt auch so also ein bisschen so ein, ist es ein Kompliment? Jetzt klingelt es gerade hier bei mir in der Tür, aber ich kann natürlich jetzt gerade nicht aufmachen. Das ist wahrscheinlich der Paketmann oder so. Der muss später noch mal Ja, kommen. der muss später kommen. Genau, ich habe natürlich jetzt auch so ein bisschen einen Komplementärkontrast erzeugt. Ist wahrscheinlich jetzt nicht der perfekte Komplementärkontrast. Dann müsste es ja blau und eher so ein Orange sein. Das ist jetzt ja eher so ein bisschen gelblich, aber so in der Richtung. Das ist natürlich auch wieder was, was für das Auge sehr stark wirkt. Solche Farbkontraste sieht man ja auch in Filmen, wenn man mal so ein bisschen darauf achtet, wie oft einfach Szenen so blau und orange eingefärbt sind. Das kann man sich natürlich auch zunutze machen. Arbeitest du, also jetzt zum Beispiel auch bei der Komposition, arbeitest du generell da auch sehr bewusst mit so gestalterischen, sag ich mal, Richtlinien oder, ne, also jetzt Komplementärfarben oder auch der goldene Schnitt oder wie du auch das Modell positionierst? Also da ist es wirklich so, dass du dir da sehr bewusst drüber Gedanken machst oder merkst du so, dass das durch die Zeit eigentlich eher auch so was Intuitives geworden ist? Von beidem ein bisschen. Also ich versuche schon, meine Bilder sehr bewusst zu gestalten. Natürlich ist es irgendwie mit der Erfahrung, macht man das irgendwann automatisch, dass man helle Bereiche auch irgendwie an den Punkt bringt, wo man den Betrachter haben möchte oder dass man eben solche Vignetten oder Farbkontraste bestimmte erzeugt. Auch ich mache es auch häufig so, dass ich nicht zu viele Farben in meinen Bildern habe. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, auch dass ich mit Linien und so arbeite, um den Betrachter zu führen, mit Straßen oder sonstigen Dingen, die man eben als Linien verwenden kann. Also das mache ich schon sehr, sehr viel und ist auch ein Thema, was mich sehr interessiert. Also wie man bessere Bilder erzeugen kann für den Betrachter oder Bilder, die besser wirken. Ich schaue mir auch sehr viel tatsächlich so klassische Malereien an,
guck, wie die okay. ihre Bilder gestaltet haben, ja. was, die, so, was, was man so als Rahmen benutzen kann. Das ist beispielsweise auch so eine Sache, dass man ja auch ja, im, im Vordergrund so Pflanzen einbaut oder ein, ja, so einen Rahmen für das Bild schafft. Also gibt es ja super viele Möglichkeiten. Und das ist auf jeden Fall, was ich sehr spannend finde. Ja, ja. Ja. Cool. Hier, hier kommt auch gerade der Kommentar im Chat, die Dunkelheit entzückt mein gotisches Herz. Also ja, sehr gut. Du kannst auch so eine ganz eigene Stimmung in deinen Kompositionen erzeugen. Das finde ich sehr beeindruckend. Ja, absolut. Ich finde halt, manchmal lässt sich halt das, was man vielleicht im Kopf hat, über die Fotografie gar nicht so rüberbringen. Oder als ich das Bild hier bei Facebook gepostet habe, kam auch zum Beispiel der Kommentar, ja, das hätte auch gut ausgesehen, wenn du einfach auf das richtige Licht gewartet hättest. Und dann denke ich, ja gut, aber man ist eben nicht immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und manchmal ja, hat man einfach eine Eingebung oder eine Idee für ein Bild, die man einfach in der Fotografie so nicht bekommen hätte. Ich weiß ja nicht, wann dieser Mensch wiedergekommen wäre und vielleicht ein Licht angemacht hätte. Vielleicht hätte das noch Monate gedauert. Und von daher kann ich das jetzt so umsetzen. Ja. Ja. Ja, ist natürlich auch cool, weil du selber so deine Realität ne, damit erweitern kannst und dir selber so die Teile einbauen kannst. Das ist schon ganz cool so. Ja, absolut. Also Photoshop ist ja allgemein irgendwie ein Tool, mit dem man sozusagen das, was man eigentlich nur im Kopf sieht, sichtbar machen kann. Und das finde ich auch so cool daran. Und ja, dass man das dann seine, ja, seine Vorstellungen und seine Gedanken für andere so ein bisschen sichtbar machen kann über diesen Weg. Und das ist eben irgendwas, was, ja, das ist was, was mich daran auch immer reizt und auch, was es für mich auch nie langweilig werden lässt. Ja. Ja. Ich finde jetzt noch so ein bisschen, dass das Bild so einen leichten lila Touch hat. Deswegen würde ich das vielleicht nochmal so leicht umfärben. Vielleicht hier, ich muss mal gucken, wie ich das am besten mache. Vielleicht so ein bisschen in diese Richtung und so und vielleicht ein bisschen ins Grünliche. Ich sehe das immer auch auf meinem zweiten Bildschirm hier. Ich sehe ja den, was bei Zoom gerade oder beziehungsweise im Stream gerade läuft. Und ich finde, also auf meinem zweiten Bildschirm sieht das Bild sehr lila aus. Auf meinem eigentlich hier besser kalibrierten sieht es jetzt auf jeden Fall okay aus. Okay. Ja, gut, bei dir, wenn du viel auch mit so Lichtstimmung arbeitest, dann macht bei dir wahrscheinlich auch die Bildschirmkalibrierung sehr, sehr stark was aus. Absolut, ja. Also das ist mir schon wichtig. Ja. Okay, im Prinzip ist es das. Und ja, was man jetzt vielleicht noch machen könnte, ist, dass man, oder was ich ganz gerne noch mache, ist, dass ich das am Ende nochmal auf eine Ebene reduziere alles und dann in Camera Raw dem Ganzen nochmal versuche, ein bisschen mehr Schärfe zu geben, vielleicht die Kontraste nochmal wieder ein bisschen anzuziehen. Also ich gehe jetzt nochmal in Camera Raw rein und okay, quasi das Feintuning. Genau, wird jetzt hier nochmal schauen, ob man vielleicht noch ein bisschen Klarheit hier reinbringt, ohne dass man es jetzt übertreibt. Vielleicht die Belichtung sogar noch ein bisschen runter. Und ich zoome dann auch immer mal rein und zoome wieder raus und versuche nochmal irgendwie, ja, alles so zu haben, wie ich das haben möchte. So. Okay, ja, das wäre es jetzt auch schon. Also nur eine kleine Veränderung noch. Und da das Ganze ja so ein bisschen aussieht wie vielleicht ein Gemälde, hat ja jemand gesagt, könnten wir dem Ganzen jetzt vielleicht nochmal einen malerischen Look geben, was ich manchmal auch ganz gerne mit meinen Bildern mache. Dafür mache ich das meistens so, dass ich mir nochmal drei Kopien aller Ebenen hier einmal reinziehe. Ich kann auch mal überall das Ganze in Smart-Objekte konvertieren. Und dann gehe ich hier, gibt es ja diesen Ölfarbenfilter, den man meiner Meinung nach nicht alleine benutzen sollte. Sondern, also kann man natürlich auch, wenn man einen sehr malerischen Look haben möchte. Aber man kann so ein halb realistisches Bild machen. Und je nachdem, wie stark man das jetzt hier hochdreht, desto stilisierter wird das Ganze. Vielleicht machen wir es mal so. Vielleicht noch ein bisschen mehr. So, dann haben wir jetzt schon recht malerischen Look. Aber ja. Wir haben ja hier jetzt noch zweimal die Ebenen mit allen Details drin sozusagen. Wenn wir die jetzt auf hartes Licht stellen, ich gehe nochmal hier das nochmal, wobei wir fangen mal hier mit weichem Licht an. Wir machen erstmal eine Ebene mit ja, etwas schwächeren Details. Dann gehe ich auf den Hochpassfilter. Der sorgt eben dafür, dass die Details einfach nur über das, also
es bleibt alles übrig, bis auf die Details sozusagen. Also das Bild wird grau gemacht und die ganzen Kanten werden hervorgehoben. Natürlich jetzt nicht mit 13,9 Pixeln, sondern eher so mit 1,8 oder sowas in der Richtung oder vielleicht 2 Pixeln. Dadurch kann man das Bild jetzt wieder schärfen, aber man behält trotzdem diesen malerischen Look. Hier machen wir es auch nochmal, ein Smart Objekt. Und gehen hier Pfad des Licht. Dann ziehen wir den Hochpass einfach mit gedrückter Alt-Taste hier nochmal hoch. Und jetzt haben wir so ein bisschen diesen malerischen Look, aber gleichzeitig trotzdem die Details vom Originalbild. Also es ist jetzt so ein, ja, so ein halbmalerisches Bild, was nochmal so ein bisschen geschärft ist. Und das mache ich auch manchmal ganz gerne. Und bei diesem Bild macht es vielleicht sogar ein bisschen Sinn. Ja, das stimmt. Das passt eigentlich ganz gut auch so zum Motiv. Ja. Und also man sieht es jetzt hier auch an den Felsen und Steinen sind ganz gut, dass das alles so ein bisschen, ja, cleaner wird irgendwie. Ja. Ja, die Kanten einfach alle so ein bisschen nochmal stärker hervorgehoben. Genau. So. Ja. Es wird gleichzeitig irgendwie so ein bisschen schärfer, aber auch, ja, trotzdem wird alles so ein bisschen leicht verwischt. Mhm. Ja. Cool. Thomas hat ja gerade einen Karlauer rausgehauen. Aha. Klasse, Laste. Hm. Habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Nee, cool. Aber super schön. Also jetzt auch nochmal, wenn man so das Anfangsbild davor im Kopf hat, oder vielleicht kannst du es ja nochmal kurz zeigen und dann, wie du ja mit sehr gut durchdachten, eingesetzten kleinen Tweaks so ein Ergebnis dann erzählst. Das ist sehr cool. Ja, manchmal muss es gar nicht so lange dauern. Und das, wenn ich das jetzt in einer normalen Geschwindigkeit gemacht hätte, dann hätte das vielleicht 10 Minuten gedauert. Okay. Also, cool. Ja. Cooles Ergebnis auf jeden Fall. Macht direkt auch so ein bisschen Winterstimmung. Ich finde, das ist so ein bisschen mystisch, aber sieht auch irgendwie sehr gemütlich aus. Ja, genau. Und das ist ja, ich glaube, das sind so dann die Emotionen, die man dann bekommt. Also es ist diese Kälte da, aber gleichzeitig auch die Wärme und Gemütlichkeit. Und bei diesem Bild ist es halt nicht vorhanden. Also klar, es ist auch Kälte, weil da Schnee ist. Aber da fehlen so ein bisschen dann die Emotionen, die einen vielleicht das Bild länger anschauen lassen. Und ja, total. Manchmal brauchst du einfach nur so ein paar kleinere Bearbeitungen. Also für meine Verhältnisse sind es jetzt kleinere Bearbeitungen. Für andere Leute ist das vielleicht schon viel. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Aber auch zeigt auch einfach super, wie du mit Licht und Schatten oder der Lichtstimmung allgemein so stark die Stimmung des Fotos auch verändern kannst. Anna Neubauer aus dem Chat sagt auch, oh wow, klasse. Und Jacqueline halt. Dr. Jacqueline Heidt sieht schon sehr cool aus. Dankeschön. Freut mich, dass es euch gefällt. Gut, dann können wir mal mit dem zweiten Bild weitermachen. Da können wir uns auch nochmal so ein bisschen anschauen, was es so für Neuerungen eigentlich gibt in Camera Raw vor allem. Gab es ja vieles, so wie ich das mitbekommen habe. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Aber ich habe mir natürlich auch das ein oder andere Video angeschaut, wo Leute die neuen Funktionen vorgestellt haben. Und wobei, vielleicht fangen wir mal mit einem anderen Bild an, wo ich das ein bisschen besser zeigen kann. Ich habe mir nämlich auch noch ein Bild, das geht dann auch schnell. An diesem Bild hier kann ich das etwas besser zeigen, was Camera Raw jetzt eigentlich kann. Es ist also einfach irgendein Stockbild, was ich runtergeladen habe, mit ein paar Leuten. Und ich gehe mal hier in den Camera Raw Filter, ist ja genau das Gleiche, wie wenn man eine RAW-Datei öffnet. Und was ich wirklich super krass finde und was wir gleich bei dem Möwenbild auch so ein bisschen einsetzen können, aber hier bei diesem Bild funktioniert es einfach noch ein bisschen besser, ist diese Personenerkennung, die man in Camera Raw jetzt einstellen kann. Also wenn wir hier auf diesen Kreis hier mit dieser gestrichenen Linie gehen, dann können wir hier verschiedene Auswahlen machen. Also wir können hier wie in Photoshop mittlerweile auch den Himmel auswählen. Aber was ich super cool finde, ist, oder super krass auch, dass man jetzt verschiedene Personen auswählen kann. Oh, krass. Also dass die automatisch erkannt werden einfach. Also es dauert dann hier immer kurz, es rechnet kurz und dann hat man die ganzen Personen hier einzeln als Auswahl. Was natürlich irgendwie super, schon verrückt ist, dass sowas geht. Und genau, und wir können jetzt zum Beispiel diese Person nehmen und dann wird das hier nochmal kurz berechnet und dann kann man sogar hier jetzt einzelne Bereiche der Person auswählen, also Augenbrauen, Körperhaut, Gesichtshaut, also Iris und Pupille, also das
krass. Zähne, Lippen. Also das finde ich irgendwie super krass, als ich das gesehen habe. Das fand ich so, ja. Okay, das geht jetzt also auch. Cool. Und die Auswahl sind wirklich nicht schlecht. Also wenn wir jetzt sagen, ja, vielleicht soll die Person hier so ein bisschen brauner werden oder so, dann können wir hier Gesichtshaut und Körperhaut auswählen. Man kann natürlich noch mehrere Sachen dazu wählen und dann drückt man auf Erstellen und dann wird einfach eine Maske für diesen Bereich erstellt. Die wird dann hier oben angezeigt. Sehen wir hier oben auch so ein bisschen in klein. Und jetzt können wir zum Beispiel, wenn wir sagen, die Haut soll ein bisschen dunkler sein, hier die Belichtung ein bisschen runterstellen. Wir können hier auch die Farbtemperatur für die Haut jetzt wieder ein bisschen nach oben bringen. Vielleicht eher so ein bisschen in den rötlicheren Bereich wieder. Jetzt ist sie so ein bisschen brauner geworden. Hatte sie natürlich nicht nötig, aber es ist einfach krass, dass sowas einfach geht und so schnell auch mittlerweile. Ja, ja, das funktioniert schon sehr, sehr gut. Doris sagte auch im Chat, wow, so cool. Also mir inkludiert, wussten bestimmt noch alle nicht. Ja, und also probier das auf jeden Fall mal aus. Also man kann mittlerweile im Camera Raw schon fast so viel machen wie mit Photoshop, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wirklich super viel machen. Und was natürlich auch super ist hier diese Objektauswahl. Ich glaube, dass das auch neu ist. Jetzt können wir zum Beispiel sagen, ich möchte gerne hier das T-Shirt von der Frau hier umfärben und dann male ich hier einfach drüber. Also ist jetzt relativ ungenau. So. Und dann macht Photoshop hier automatisch eine relativ genaue Maske draus. Also hier ist jetzt ein Teil noch nicht mitbekommen. Da malt man dann einfach noch einmal drüber. So. Mhm. Und dann kann man hier zum Beispiel den Farbton verändern für das T-Shirt. Das geht so schnell. Wow. Also das ist, finde ich irgendwie super krass. Ich weiß nicht, ob man es im Video hört, aber mein Hund, der träumt gerade im Schlaf und bellt. Ich hab's. Ein bisschen, aber alles gut. Ja, okay. Wir sind ja live. Ich nicht wundern, dass er was im Hintergrund quiekt. Nee, aber Wahnsinn, wie gut das funktioniert. Also auch, Hat mich auch überrascht, wie gut das funktioniert tatsächlich. Also man braucht, es ist natürlich hilfreich, wenn das Bild einen guten, also wenn das Objekt, was man da freistellen möchte oder wo man die Maske erstellen möchte, einen guten Kontrast im Hintergrund hat. Ja, klar. Aber grundsätzlich funktioniert es schon ziemlich gut. Also Cool. Ja, Heiner sagt auch in Lightroom und das beste Upgrade seit Jahren, dass es eben Stunden an früherer Freistellungsfummelei spart. Ja, eben auch, wenn man es dann vielleicht nochmal ein bisschen anpassen muss, ne, detaillierter machen muss, aber schon sehr cool. Ja, und es ist wieder für viele Leute ein Grund weniger, Photoshop aufzumachen wahrscheinlich, weil sie das alles schon in Lightroom oder eben in Camera Raw machen können. Ja. Ist für viele Leute natürlich praktisch. Und ich werde es mit Sicherheit auch das eine oder andere Mal nutzen. Ich fand sowieso immer in Camera Raw auch diese Funktion cool, dass man hier mit den Pinseln arbeiten konnte. Also früher gab es ja vor allem den Pinsel, den normalen, und eben diese Verläufe. Damit habe ich auch immer schon viel gemacht, wenn man eben, ich finde, das ist auch schon ein, sage ich mal, sehr hilfreiches Werkzeug, weil man eben eine Auswahl machen kann und dann so viele verschiedene Regler hat, um dann den Effekt zu verändern. Das geht in Photoshop in der Form nicht. Also da muss man dann immer mehrere Sachen kombinieren, mehrere verschiedene Korrekturebenen oder so etwas erstellen. Das geht eben in Camera Raw dann in einem Schritt. Und das ist schon cool. Ja. Also benutzt du tatsächlich beide Sachen und kombinierst die dann auch sehr bewusst miteinander? Schon. Also Camera Raw benutze ich meistens tatsächlich. Also wenn ich sowas wie diesen Pinsel benutze, dann eher immer am Ende, um das Bild nochmal so ein bisschen abzuschließen, um bestimmte Bereiche nochmal anzufokussieren oder so etwas. Ansonsten benutze ich Camera Raw vor allem am Anfang, um einfach eine gute Grundlage zu schaffen. Und am Anfang mache ich meistens noch nicht so krasse Bearbeitung. Das mache ich dann eher in Photoshop und eben für die Endbearbeitung dann nochmal. Genau, an dem Bild wollte ich euch das einmal zeigen, weil ich das super krass finde. Und an dem Bild mit der Möwe können wir da jetzt auch so ein bisschen mitarbeiten. Aber das ist ja keine Person, deswegen wird die Möwe noch nicht so als Person erkannt. Vielleicht gibt es das ja irgendwann auch noch für Tiere. Du hattest es, glaube ich, vorher schon mal ganz kurz angesprochen. Ich lese die Frage trotzdem hier nochmal aus dem Chat vor von Thomas, ob du auch Stockmaterial benutzt. Vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen, weil du hattest es ja auch gesagt, wenn du selber auch Stockfotos machst, ne, dass es da nochmal anders ist. Also ich nutze Stockmaterial für Kundenarbeiten ab und zu.
Oder häufiger auch, wenn ich irgendwas brauche, klar. Aber wenn ich die Bilder verkaufen möchte, dann nicht. Also das ist ja nicht erlaubt. Also wenn du Bilder verkaufen möchtest, musst du die Rechte, also die nötigen Rechte an allen Bildteilen haben und ja, Bilder bei Adobe Stock runterladen, dann wieder benutzen sozusagen oder irgendwo einbauen. Das ist nicht rechtens. Von daher am besten alles selbst machen oder ja. Ich nutze in letzter Zeit zum Beispiel auch viele 3D-Modelle. Da ist es meistens weniger ein Problem. Da gibt es ja auch so Stock-Agenturen, die 3D-Modelle verkaufen. Da kann man dann aber wiederum ein 2D-Bild dann von diesem 3D-Modell wiederum verkaufen und einbauen. Ah, okay, interessant. Genau. Und ansonsten, wenn du dich da fragst, ob bestimmte Dinge erlaubt sind, ich habe es auch häufig so gemacht, dass ich gefragt habe. Also, wenn zum Beispiel irgendwelche Webseiten so Download- oder Stock-Pakete angeboten habe, habe ich gefragt, ob das okay ist. Und häufig wurde mir das erlaubt. Aber ja, grundsätzlich bei Stockagenturen geht das nicht. Ja, okay. Sondern die sind eben dafür gedacht, sie für ein Projekt zu verwenden, was man dann einem Kunden verkauft oder vielleicht für sich selbst verwendet, aber nicht, um es wieder als Stockdatei zu verkaufen. Zu remixen quasi. Genau. So war es zumindest immer. Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat, aber ich vermute nicht. Okay, nee, gute Info Oh, auf jeden Fall. das ist tatsächlich auch schwierig, gerade wenn man mit Stockfotografie oder so anfangen möchte. Für mich war das am Anfang super schwer, weil ich hatte super viele Ideen, aber ich konnte die nicht umsetzen und ich wusste auch nicht, wo ich das Material dafür herbekomme, weil ja, zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie keine guten Urlaubsbilder oder so hat, sag ich mal, und du willst irgendwas mit einem Strand machen, ja, wo bekommst du dann den Strand her? Und das hat Jahre gedauert, bis ich wirklich so alles umsetzen konnte, was ich mir vorstelle. Und ja, Ja, okay. so ist das dann halt, ja. Reist du viel? Ich würde jetzt nicht sagen übermäßig viel, aber ich reise schon gerne und bin schon ein bisschen rumgekommen, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich irgendwie einen Großteil des Jahres irgendwie weg bin, das jetzt gar nicht, aber ich würde sagen, so Okay. zweimal im Jahr oder so eine Reise Okay. ist Nee, schon. hätte mich jetzt nur interessiert, ne? So im Ja. Sinne von unterschiedliche Strände in dein Sammelsurium mit aufnehmen Ja, wie oder in gesagt, deine also. Datenbank. Ja, also wie gesagt, was halt für sowas hilfreich ist, ist einfach Leuten, die man kennt und vertraut, eine Kamera mitzugeben und dann bekommt man sehr viel Material. Und dadurch habe ich super viel Material bekommen. Also wie auch die Möbel Okay. hier zum Beispiel. Guter Ja. Tipp auf jeden Fall. Ja. genau. Bei der Möwe fand ich jetzt hier bildgestalterisch ist so ein bisschen das Problem, dass wir so einen sehr hellen Himmel haben und ja, die Möwe im Vordergrund dadurch so ein bisschen untergeht. Also mein Auge springt immer nach hier oben, so, weil es einfach da so hell ist. Das ist einfach, ja, was man dann in der Bildbearbeitung beheben kann, wenn man möchte. Ich würde es auf jeden Fall dann beheben. Und da ich natürlich jetzt nicht einfach nur das Bild so ein bisschen, also ich möchte natürlich dann auch aus dem Bild irgendwie noch was Dramatischeres machen. Deswegen werden wir dann die Möwe am Ende auch noch in den Regen stellen, weil das auch wieder, glaube ich, so ein bisschen mehr Emotionen beim Betrachter weckt und der dann denkt, ach, das sieht ja ungemütlich aus. Und so ist es einfach nur eine Möwe, die halt auf einem Stein sitzt. Genau, hier können wir auch wieder so ein bisschen mit den verschiedenen Automatiken arbeiten. Also was schon einigermaßen jetzt für dieses Bild hier funktioniert, ist zum Beispiel Motiv auswählen. Nicht ganz perfekt, aber das kann man so als Grundlage benutzen. Man sieht jetzt hier oben sind noch so ein bisschen Teile von dem Felsen mitgekommen, aber so sonst sieht das doch schon ganz okay aus für so eine erste Maske, auf der man dann weiterarbeitet. Und wenn wir jetzt so eine Maske hier haben, gibt es jetzt hier auch die Möglichkeiten, eben noch Dinge hinzuzufügen zur Maske. Also, oder beziehungsweise eigentlich wollen wir jetzt Sachen abziehen, weil die Möwe ist ja schon, würde ich sagen, wahrscheinlich zu 100% ausgewählt, aber eben noch ein bisschen darüber hinaus. Deswegen gehen wir hier auf Subtrahieren, also auf Abziehen von der Maske und können dann entweder mit einem normalen Pinsel arbeiten. Wir können auch hier zum Beispiel Objekt auswählen, wählen und dann mit dem Minuspinsel, ups, das wollte ich jetzt nicht. Okay, jetzt hat er da oben was abgezogen, das macht auch nichts. Wir gehen mal ein bisschen näher ran. Ich gehe mal hier auf 100%. So, dann gehe ich hier auf meine Motivauswahl. Ah, jetzt gehen wir nochmal drauf. Objekt auswählen. So, genau, da haben wir jetzt den Pinsel mit dem Minus. Und mit dem Mausrad kann man jetzt auch den Pinsel größer und kleiner machen. Geht auch mit der rechten Maustaste und dann einfach die Maus nach rechts und links bewegen. Und dann versuche ich hier außerhalb der Möwe, man kann auch so ein bisschen über die Möwe drüber malen, diese Bereiche einmal zu übermalen, um dann zu hoffen, dass Camera Raw das hier jetzt automatisch abzieht.
Ah, okay, also es ist ein Genau. bisschen anders wie bei den Masken, dass du es direkt siehst, sondern du wählst da quasi eigentlich nochmal einen Bereich aus. Genau, das ist ja so eine Halbautomatik. Ich sage jetzt eben Camera Raw hier, diesen Bereich möchte ich nicht. Und dann guckt Camera Raw nochmal, welche Bereiche gehören denn eigentlich zum Objekt, und hat jetzt hier auch wirklich ziemlich alles weggenommen. Hier sieht es immer noch so ein bisschen rot aus. Ich weiß nicht, ob die Felsen dann in Wirklichkeit so ein bisschen rötlich sind oder ob das jetzt was von der Maske ist. Aber das ist auf jeden Fall jetzt hier schon eine ganz gute Maske. Hier unten haben wir noch einen Bereich, den wir vielleicht eher dann hinzufügen. Da kann man natürlich auch den ganz normalen Pinsel nehmen, um das dann händisch zu machen. Also jetzt haben wir den Pluspinsel, dann male ich hier einfach drüber. So, das wäre zum Beispiel auch was, wo ich eher dann jetzt wieder auf das Grafiktablett wechseln würde. So. Und dann haben wir ja im Prinzip schon mal so als Grundlage, um jetzt so ein paar Bearbeitungen zu machen, schon eine ganz gute Maske, die jetzt sicherlich noch nicht perfekt ist. Aber genau, ich zoome mal raus. Jetzt wollte ich ja die Maske eigentlich noch weiter bearbeiten. So, genau, hier haben wir sie. Genau, jetzt können wir sie einmal umdrehen, damit wir den Bereich außerhalb der Möwe bearbeiten. Und dann können wir hier mal das Ganze ein bisschen abdunkeln. Jetzt auch nicht zu krass machen. Ich wollte jetzt hier vor allem mal so das Prinzip zeigen, wie das funktioniert. Vielleicht dunkeln wir die Lichter hier noch so ein bisschen ab. Aber grundsätzlich bin ich jetzt eher ein Fan davon, das meiste in Photoshop zu machen, weil ich einfach daran mehr gewöhnt bin. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt dieses Bild irgendwie vielleicht schon fast fertig bearbeiten möchte hier in Camera Raw, dann geht das auch. Also, Okay, ja. das ist auf jeden Fall eine gute Sache, diese Masken. Und dass man da so viele verschiedene Möglichkeiten hat, die Masken zu bearbeiten und verschiedene KIs sozusagen. Auf jeden Fall. Ja, ist cool zu sehen, Genau. wie das funktioniert. Okay. Und dann würde ich mir einfach mal die Möwe öffnen, nachdem ich jetzt schon mal so ein bisschen den Himmel abgedunkelt habe und die Möwe jetzt schon so ein bisschen besser hier rauskommt. Und hier würde ich mir jetzt aber eigentlich meistens nochmal eine Maske für die Möwe anlegen. Da kann man aber auch jetzt zum Beispiel mit dem Objektauswahlwerkzeug arbeiten, was ja auch noch relativ neu ist. Ja. Damit kann man ja einfach ein Objekt anklicken, dann dauert es kurz. Und dann haben wir eine Auswahl der Möwe, die auch schon ganz gut ist. Die würde ich auch erstmal so übernehmen und dann in der Maske jetzt weiterarbeiten. Man sieht, größtenteils sieht es ganz in Ordnung aus. Hier hinten ist so ein bisschen was abgeschnitten am Schwanz. Ja. Und ich würde jetzt einmal diese Ebene duplizieren und einfach, dass wir die Möwe einmal als eigene Ebene haben. Und hier würde ich nochmal so ein bisschen in der Deckkraft reduzieren, damit ich jetzt sehe, jetzt kriege ich hier eine Anzeige, geringe Systemressourcen. Ich hoffe, mein Rechner macht das Ganze hier noch mit. So, und dann werde ich jetzt hier, okay, das machen, so. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen mehr Deckkraft hier haben, damit ich die Federn hier auch sehe. So, und dann hole ich mir das Ganze hier einmal händisch zurück. Also die KIs sind halt nicht in allen Belangen immer perfekt, aber man kann damit wirklich schon gut arbeiten. Ich benutze es immer sehr häufig und sehr gerne, vor allem so, um mal so schnelle Montagen zu machen, um zu gucken, ob irgendwas gut aussieht, und ob das, ja, die Idee Ja. funktioniert und so weiter. Ja, hier Wasser ist auch die Schwanzfedern, die sind ja auch im Kontrast zu dem Fels Genau, dahinter relativ wenig ist auch schwer zu erkennen, ja, absolut. unterschiedlich. Ja. Genau. Ja, gucken, wie spät ist das eigentlich? 12:08 Uhr, okay, da muss ich mich ein bisschen beeilen.12:08 Uhr. Ja, geht doch schneller rum, als man denkt, die Zeit. Ja, das stimmt. Aber wir haben noch gute 20, 25 Minuten. Okay, dann spute ich mich, damit wir hier noch ein bisschen was Nettes hinbekommen. Vielleicht hier noch mal ein bisschen. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen fummelige Arbeit hier. Das muss auch manchmal sein. Du fängst da aber in der Bildkomposition dann eigentlich schon immer so mit dem Hauptmotiv an und dann baust du dir so deinen Hintergrund, wo das Hauptmotiv sein soll. Ja, ich versuche schon immer, dass ich möglichst viele Bereiche des Bildes unabhängig voneinander bearbeiten kann. Deswegen stelle ich häufig und viel frei. Okay, ja. Was natürlich nervig ist, aber muss halt sein.
Ich wollte gerade sagen, das ist so eine Arbeit, die mache ich gar nicht gern. Nee, ich glaube, das macht keiner. Aber ich mache mir dann manchmal irgendwie eine Doku an oder so Ja, nebenbei. okay. Und dann geht das Ganze, dann kann man das ganz gut aushalten, dann merkt man das gar nicht so. Kann auch meditativ sein. Genau. Oder halt irgendwie ein Podcast oder irgendwas und dann geht das schon. So, ich habe jetzt hier auch wieder so eine KI quasi von Photoshop. Dieses Maske verbessern Tool, was jetzt hier auch so mittelmäßig gut funktioniert. Das funktioniert auch manchmal mehr, manchmal weniger gut, aber ich würde sagen, das passt schon so und hier vielleicht noch diesen Bereich einmal. Genau, hier kam nämlich lustigerweise im Moment gerade auch die Frage dazu, ist Maske verbessern keine Alternative im Chat? Ja, doch, natürlich schon. Also, aber man sieht ja, dass es manchmal dann auch so ein bisschen eben diese, wie man es hier jetzt sieht, dass es nicht immer alles perfekt ist und dass man dann da doch nochmal nacharbeiten muss. Normalerweise bin ich ein großer Fan vom Fadwerkzeug, also vom Zeichenstiftwerkzeug, mit dem du ja wahrscheinlich auch dann sehr vertraut bist, wenn du ein Illustrator viel machst. Ja. Muss man sich ja so ein bisschen dran gewöhnen, aber grundsätzlich ist es natürlich ein super Werkzeug, auch Ja, zum total. Es Freistellen. funktioniert auch ein bisschen anders in Photoshop als in Illustrator. Aber oder halt mit den Shortcuts. Aber ja, ich finde es einfach super, weil man halt sehr detailliert Kontrolle drüber hat. Aber natürlich jetzt da, gerade bei so Federn oder Haaren, ne, dann hat es natürlich da auch so ein bisschen Ja, seine klar. Grenzen, so je Klar, nach. bestimmte Dinge sind natürlich sehr schwierig damit. Gut. Jetzt noch ein Trick, wenn wir jetzt noch so ein bisschen dunkle Ränder, wobei hier muss ich nochmal eben einmal was machen, sehe ich gerade. Hier ist. Wenn wir jetzt noch so ein bisschen Ränder haben an der Freistellung, da gibt es einen netten Filter, den man dann benutzen kann, um irgendwie diese Ränder loszuwerden. Wir haben jetzt hier noch so teilweise dunkle Bereiche, hier auch und hier vor allem am Schnabel. Da können wir einfach auf Filter gehen, sonstige Filter und dann auf dunkle Bereiche vergrößern. Und dann kann man eben von der Maske so ein paar Pixel wegnehmen. Das ist sehr praktisch. Und jetzt sind eigentlich die Ränder so gut wie weg, würde ich sagen. Also vorher, nachher. Kürzt mal hier in den Bereich. Ja, cool, das sieht man ganz gut. Ja. So, Ja, machen wir es einfach anschaust. mal. Genau, jetzt haben wir hier keine Ränder mehr. Und jetzt haben wir die Möwe auf dem Felsen und können jetzt eben hier hinten so ein bisschen arbeiten und die Möwe noch mal ein bisschen besser abtrennen vom Hintergrund, damit sie ein bisschen freigestellter ist. Und ich würde einfach mal anfangen, hier so ein bisschen Nebel reinzumalen. Ich nehme jetzt einfach mal noch eine Sache zum Nebel malen. Da gibt es auch noch einen netten Trick, der auch was mit neueren Funktionen zu tun hat. Es gibt hier bei den Neural Filters ja, die Möglichkeit, so eine Tiefenunschärfe reinzubauen. Wenn ich das mal hier einschalte. Hiermit kann man eigentlich jetzt Tiefenunschärfe reinbauen, die relativ realistisch aussieht, oftmals, weil Photoshop versucht, die Tiefe im Bild zu erkennen und eben dann versucht, Bereiche, die näher dran sind, weniger unscharf zu machen als Bereiche, die weiter weg sind. Also man sieht es jetzt auch so ein bisschen. Aber wenn man jetzt Nebel malen möchte, gibt es da auch eine coole Funktion, nämlich hier diese Tiefenmap. Wenn ich jetzt sage, nur Tiefenmap ausgeben, dann erstellt mir Photoshop so etwas. Also Photoshop guckt jetzt mit der KI, wo hier eben ja, die Tiefe im Bild ist und erkennt jetzt auch, dass wir hier hinten eben so eine Bergkette haben und hier diesen, ja, diesen Felsen, der hier hinter der Möwe ist und auch die Möwe so ein bisschen. Das können wir Cool. jetzt benutzen, um Nebel zu malen, also um weiter hinten stärkere Nebel zu malen als vorne. Und wenn wir jetzt aus dieser tiefen Map können wir jetzt eine Auswahl machen. Die ist jetzt nicht perfekt, natürlich. Man sieht, dass die Möwe so ein bisschen, ja, und auch die Felsen jetzt nicht perfekt getroffen sind. Wir können das auch mal so ein bisschen drüber legen. Man sieht hier, dass Photoshop das nicht alles perfekt erkannt hat, aber doch ganz gut. Und wenn wir jetzt in die Kanäle gehen und hier einfach mal auf RGB bei gedrückter Steuerungstaste klicken, dann bekommen wir eine Auswahl von dieser Luminanz sozusagen, also von den Helligkeiten und können jetzt also diese Tiefenmap in eine Ebene übernehmen. Ich erstelle jetzt einfach mal eine neue Ebene, beziehungsweise in eine Ebenenmaske und erstelle jetzt eine Ebenenmaske und die Auswahl wird jetzt hier in die Ebenenmaske übernommen und die haben wir jetzt da drin. Und wenn ich jetzt mir zum Beispiel hier hinten aus dem Hintergrund hier von den Bergen eine Farbe aufnehmen, um hier so einen gewissen Nebel zu erzeugen. Können wir die Möwe hier natürlich wieder einblenden. Die liegt ja sowieso davor. Also die haben wir ja sowieso als gute Auswahl. Und Da ja. waren jetzt auch alle von der Schattenebene drin, oder? Alle Formen waren da jetzt. Du meinst von der tiefen Ebene?
Von der tiefen Ebene, genau. Genau, also so sieht jetzt unsere Maske aus. Okay. Genau. Und so, das kann man jetzt nutzen, um zum Beispiel Nebel zu malen. Und der Nebel wird dann eben hier im Hintergrund sehr viel stärker sein als hier vor dem Fels im Vordergrund. Weil hier die Maske natürlich etwas dunkler ist. Und je dunkler etwas ist in der Maske, desto weniger stark wird es dann hier sichtbar sein auf der Ebene. Mhm. Und so kann man dann wirklich einen sehr realistischen Nebel erzeugen. In 3D-Programmen kann man sich eben diese tiefen Ebene auch immer mit ausgeben lassen. Das mache ich eigentlich auch immer, aber jetzt gibt es eben eine Möglichkeit, das auch in Photoshop zu tun. Mhm. Das funktioniert bei einigen Bildern besser, bei anderen schlechter, aber hier funktioniert es jetzt ganz gut. Cool, und, das ist ein super Tipp. Ja, jetzt habe ich aus Versehen auf der Maske gemalt. Das sollte man natürlich tun, das tue ich nicht tun. So. Ups, sorry. Vor lauter Quatschen. So. Hier kommt aber auch von Dennis im Chat auch schöner Tipp mit den Rändern entfernen. Das treibt ihn immer zur Verzweiflung. Ja, das ist, das kann sehr praktisch sein. Aber gut, wenn ich dir da helfen konnte, Dennis. okay, dann haben wir jetzt hier so ein bisschen Nebel drin. Und dieser Nebel hat jetzt eben auch diese gewisse Tiefe. Und wir haben die Möwe schon ein ganzes Stück besser freigestellt. Mhm. Und die Möwe steht ja eigentlich so ein bisschen sogar im Gegenlicht. Und dadurch, dass wir jetzt hier so ein bisschen drauf rumgemalt haben, können wir jetzt auch ziemlich klar erkennen, dass wir hier einen sehr hellen Bereich haben. Der ist jetzt nicht perfekt. Also normalerweise, wenn ich das jetzt länger bearbeiten würde, würde ich wahrscheinlich diesen Bereich noch weiter nach unten bringen und hier hinter die Möwe bringen, direkt um da wirklich ein richtig gutes Gegenlicht zu erzeugen und wirklich wieder den hellsten Bereich in der Nähe der Möwe zu haben. Aber jetzt ist er halt hier oben und das ist jetzt unsere Lichtquelle. Und wir können jetzt hier die Bereiche drumherum auch noch ein bisschen abdunkeln. Ich lege das jetzt mal unter den Nebel. Und würde jetzt mal eine Ebene mit Weiß füllen und gehe hier auf farbig nachbelichten. Das ist sozusagen das Gegenteil von farbig abwedeln, was wir vorhin für das Licht benutzt haben in dem Fenster. Mhm. Jetzt benutzen wir farbig nachbelichten, um Dinge abzudunkeln. Und damit kann man eben abdunkeln und gleichzeitig aber auch noch so ein bisschen den Himmel so ein bisschen dramatischer aussehen lassen. Also wir holen damit auch so ein bisschen Strukturen nochmal aus dem Himmel wieder raus. Ja. Sollte man jetzt auch nicht übertreiben. Aber so ein bisschen kann man das ruhig machen. So. Wenn man übertrieben hat, einfach mit Weiß wieder drüber malen. Reicht vielleicht auch schon, um hier einfach so ein bisschen mehr Struktur im Himmel zu haben. Mhm. Ein bisschen schwächer ist mir jetzt fast schon so ein bisschen zu viel. Zieht natürlich das Auge sehr stark, aber ich finde, das ist eine ganz praktische Technik. Wollte es zumindest einmal zeigen. Mhm, auf jeden Fall. Gut, soll ich mal auf die Uhr gucken? 12.17 Uhr, gar nicht mehr so viel Zeit. 12.17 Uhr, ja. genau, dann noch ein ganz cooler Trick, damit wir ein bisschen weiterkommen. Ich würde gerne so ein bisschen Nässe hier auf dem Fels haben. Dafür habe ich jetzt einmal alles auf eine Ebene reduziert, beziehungsweise das einmal als kopierte Ebene hier drüber gelegt. Das geht mit Steuerung Alt, Umschalt und E. So ein bisschen länger, dieser Shortcut. Machen mal ein Smart-Objekt daraus. Wenn ihr Nässe erzeugen wollt, dann geht das häufig ganz gut über hier in der Filtergalerie die Kunststofffolie. Müssen wir mal so ein bisschen dran rumstellen. Die Glättung hier mal ein bisschen runternehmen, damit das hier ein bisschen detaillierter am Ende aussieht. Detail vielleicht ein bisschen hoch und Glanz noch ein bisschen hoch. Gucken wir mal, vielleicht noch ein bisschen weniger Glättung. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich da für Einstellungen hatte, aber da kommen wir doch schon langsam in die Richtung. Ja. Vielleicht sowas hier. Mhm. Kriege ich okay. Ich will das natürlich nur hier vorne haben und ich will das auch nicht in dieser krassen Deckkraft haben. Wir können natürlich auch hier verschiedene Ebenenmodi ausprobieren, zu gucken. Cool. Dann bleibe ich bei normal und werde das einfach hier ein bisschen. Hier können wir auch nochmal versuchen, wie das aussieht, wenn wir, also das weiß ich jetzt auch nicht, wie das aussieht, ob das gut aussieht, wenn wir hier nochmal den Ölfarbenfilter drüber legen und das Ganze so ein bisschen. Mhm. Ich nehme es jetzt mal komplett zurück und dann werde ich das hier nochmal in einigen Bereichen einmalen. Hier vorne das ist sieht's natürlich echt cool. Hier hinten nicht so stark, so. Ich die erstmal nur sehr leicht zeigen und dann vielleicht bestimmte Bereiche noch mal ein bisschen aufhellen. Mhm. Wenn man das dann gleich noch ein bisschen mit dem Regen verbindet, dann wirkt das auch noch ein bisschen echter, hoffe ich zumindest so. Ja, sehr cool.
würde ich nochmal eine Ebene im Modus farbig abwählen benutzen und dann einige Bereiche hier nochmal so ein bisschen aufhellen mit sehr wenig Fluss, damit die noch so ein bisschen mehr glänzen. Hundertprozentig gefällt es mir noch nicht. Vielleicht. Aber das sieht schon sehr echt aus. Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Ich gucke gerade noch, aber na, wir lassen uns mal mit der Ölfarbe drin. Ich gehe noch mal ein bisschen runter. Ja, ich würde wahrscheinlich noch ein bisschen dran rumfummeln, wenn ich jetzt mehr Zeit hätte, aber das muss erst mal reichen. Wir haben noch 10 Minuten. Sehr gut. Ja, wir wollen auch noch ein bisschen Regen reinbringen und wir können eigentlich auch noch mal so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen die Möwe dodgen und burn. Das mache ich meistens auf einer Ebene im Modus weiches Licht. Habe ich jetzt hier als Schnittmaske eingestellt und jetzt hier einfach noch mal ein paar Bereiche der Möwe abdunkeln, damit einfach diese Lichtsituation auf der Möwe noch so ein bisschen mehr zur Geltung kommt. Also vielleicht die hellen Bereiche etwas mehr aufhellen und die dunklen etwas mehr abdunkeln. Und wir könnten der Möwe auch noch so ein kleines Glanzlicht mal ins Auge setzen vielleicht. Gucken, wie das aussieht. Einfach mal hier so ein bisschen. Weiß ich jetzt auch nicht, macht wahrscheinlich keinen Sinn, aber vielleicht ist sie dadurch ein bisschen wacher. Ja, okay. Ja, doch, stimmt. Sie guckt ein bisschen direkter an. Genau. Gut, dann würde ich jetzt nochmal alles ein bisschen abdunkeln, damit das Ganze noch ein bisschen, können wir auch nochmal hier versuchen, Modus weiches Licht das Ganze zu verrechnen. So. Na, ist mir immer noch nicht dunkel. Ich mach's nochmal über einen anderen Weg, das gefällt mir aber nicht. Nehmen wir mal Helligkeit, Kontrast. Vielleicht eher so und dann machen wir eher so einen kleinen Spot wieder auf die Möwe. Okay. Dass dann von hier oben so ein bisschen das Licht kommt. Das gefällt mir auf jeden Fall besser. Gut, und dann brauchen wir noch ein bisschen Regen. Dafür habe ich auch einen Pinsel irgendwo. Muss ich selbst mal gucken, ob ich den habe. Ja, okay, du machst das mit dem Pinsel, da war ich nämlich jetzt gespannt, wie du den, ja, gibt natürlich den Regen reinbringst. Dann muss ich ein bisschen größer machen. Hier kommt gerade, muss mir das später nochmal ansehen und nachbauen. Da gibt es auch so ein Bild mit einer Möwe vor hellem Himmel. Sehr gut. So, natürlich ist der Regen immer so ein bisschen mehr sichtbar in den Bereichen, wo Licht ist. Deswegen habe ich den jetzt hier. Ah, jetzt habe ich selbst nicht aufgepasst. Du hast das einen Pinsel, einen selbstgemachten oder was hast du für einen? Genau, das ist ein selbstgemachter Pinsel. Ich glaube, da habe ich auch nur einfach Striche gezeichnet und die dann mit der Bewegungsunschärfe so ein bisschen unscharf gemacht. Und dann hat man einen Regenpinsel. Wenn wir gleich noch Zeit haben, kann ich das natürlich auch gerne nochmal erstellen und zeigen, wie man das macht. Krass. Jetzt würde ich nochmal einen Farblock drüberlegen. Da mache ich das auch ganz gerne mal, dass ich einfach eine Farbfüllung, also so eine Farbfläche heißt es, glaube ich, hier. Genau, Farbfläche heißt es hier und dann heißt es hier Farbfüllung. Und da nehme ich dann den Modus Multiplizieren und dann mit einem Doppelklick hier auf den markierten Bereich der Ebene, dann kommt man hier in den Ebenen-Stil-Dialog und da kann man dann sagen, dass man die hellen Bereiche hier aus dieser Ebene, also alles, was in den Ebenen darunter hell ist, das möchte ich jetzt quasi wieder haben, also aus der blauen Ebene rausnehmen. Dann kann man so einen ganz schönen Farblook erstellen. Das mache ich einfach jetzt für beide Regler. Du musst die Alt-Taste gedrückt halten, um diese beiden Regler hier aufzutrennen. Ansonsten kriegt man so sehr unscharfe, sehr, ich zeige es nochmal eben. Machen wir mal einmal abbrechen. So, nochmal. Wenn man einfach diesen Regler hier verschiebt, dann kriegt man eben so sehr ausgefranste Ränder. Deswegen immer die Alt-Taste gedrückt halten und das einfach hier nach links schieben. Und cool, ist auch ein super Tipp. Und dann hat man einen sehr schönen Look, den man jetzt auch noch hier weiter beeinflussen kann. Man kann durch die Farbe ändern, aber man kann hier sowohl eben jetzt dunklere Looks erzeugen oder gesättigtere Looks oder hellere und gesättigter. Und ja, ich finde, das ist immer eine sehr schöne Art, einen Farblook zu erzeugen. Man kann das natürlich auch irgendwie orange machen, wenn man das möchte. Ich bleibe aber jetzt hier heute im blauen Bereich.
Wir sind heute bei allen Bildern so ein bisschen ungemütlich unterwegs und kalt. So. Passend zum Wetter. Ich glaube, hier ging es nämlich auch schon im Chat darüber. Genau. Ja, im Prinzip. Sehr cool. Ja, auch mit dem Pinsel. Der Regenpinsel klingt nach einer mystischen Kurzgeschichte. Stimmt. Ja, wir haben noch 6 Minuten. Wenn du möchtest, könntest du tatsächlich vielleicht noch zeigen, wie du den Regenpinsel gemacht hast. Hier kommen nämlich auch noch von Matthias. Oh ja, Regenpinsel bitte. Mache ich sofort. Eine Sache wollte ich noch machen. Da muss ich mir eben auch schauen, wie ich das jetzt am besten mache. 6 Minuten haben wir noch, okay. Mhm. Ich wollte eigentlich, dass der auch noch so ein bisschen Wasser auf dem Vogel abprallt. Aber sonst zeige ich euch mal eben, wie ich den Regenpinsel machen würde. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt. Ich versuche es jetzt einfach mal spontan, wie ich den machen würde. Ich möchte dich jetzt hier auch nicht in Stress bringen. Also nee, so alles wie. Das klappt jetzt oder es klappt nicht. Wir werden es sehen. Also ich habe mir jetzt ein neues Dokument angelegt. Und ich gehe mal auf 100%. Und dann habe ich jetzt natürlich ein Grafiktablett hier und würde jetzt einfach. Ah, das ist schon zu groß, würde ich sagen. Wir gehen mal auf 5 Pixel. Hier einfach sowas jetzt zeichnen. Vielleicht macht es sogar Sinn. Ich gucke nochmal eben, ob ich das auf die Schnelle hinbekomme. Wenn die Regentropfen schon von vornherein, während man sie malt, unterschiedlich in der Deckkraft sind. Ich muss mal gucken, ob das so funktioniert. Ah, das funktioniert nicht. Ich dachte, dass die Striche jetzt unterschiedliche Deckkräfte bekommen, aber kriegen sie auch so hin, das macht nichts. Das reicht wahrscheinlich schon. Jetzt versuche ich das Ganze mal weich zu zeichnen, Bewegungsunschärfe. Natürlich ungefähr in der Richtung, die ich gezeichnet habe. Ah ja, okay. Dadurch entsteht es aber auch schon so ein bisschen was Stärkeres und. Ja, genau. Es ist genau so. Und jetzt, man könnte das jetzt natürlich hier auch auf das komplette Ding machen. Ich mache das jetzt mal eben hier in kleiner. Also ich habe das jetzt einmal ausgewählt hier, den Bereich. Jetzt gehe ich auf Bearbeiten und dann Pinselvorgabe festlegen. Und dann können wir das einfach mal Regen nennen. So. Und dann gehen wir mal hier zurück ins Bild. Ich nehme mal den Regen, den ich eben erstellt habe, raus. Genau, ist auf dieser Ebene ist nichts drauf, genau. Und jetzt haben wir natürlich hier unseren Regenpinsel. Der sieht jetzt aktuell so aus. Also man könnte jetzt hier auch schon mitarbeiten, aber noch besser funktioniert es natürlich, wenn man ihn dann noch ein bisschen einstellt. Also Formeigenschaften, hier kann man jetzt die Größe einfach ein bisschen verändern. Dann wird der zufällige Winkel, würde ich jetzt nicht verändern, weil dann fliegen die Regentropfen in verschiedene Richtungen. Rundheit kann man sicherlich verändern, die Streuung. Also hier könnte man dann sagen, dass er so ein bisschen mehr in alle Richtungen verstreut ist. So. Man kann auch hier die Anzahl noch vergrößern, wenn man jetzt so einen richtig dichten Regen erzeugen möchte, aber das würde ich jetzt nicht machen. Und ja, Deckkraft kann man natürlich noch einstellen. Und dann müsste das jetzt eigentlich ein ganz netter Regenpinsel sein. Übrigens, wenn ihr es eingestellt habt, natürlich am besten hier unten nochmal den Regen neu speichern, dann mit den Einstellungen. Also jetzt mal Regen mit Einstellungen. Starkregen oder Nieselregen. Genau, das kann man sich dann, da kann man sich dann verschiedene Sachen natürlich erstellen. Und jetzt male ich hier einfach drüber. Und dann haben wir einen schönen Regenpinsel. Natürlich war das ein bisschen krass, aber wenn man jetzt hier so ein bisschen so. Super cool. Doch, ganz nett aus, um schnellen Regen zu erstellen. Dann kann man natürlich die Pinselgröße so ein bisschen variieren, um vielleicht auch Regen noch weiter hinten zu erstellen. Oder wir machen jetzt nochmal eine, was natürlich auch immer cool ist, einfach dann eine neue Ebene mit. Vielleicht mit, nehmen wir da mal viel Deckkraft. Machen wir hier mal 1, 2, so. Und dann gehen wir hier nochmal auf Filter, Weichzeichnungsfilter und zeichnen nochmal die vorderste Ebene so ein bisschen weich, um vielleicht so ein paar Regentropfen haben, die so ein bisschen näher an der Linse sind. Und dann kann man natürlich auch noch welche in den Hintergrund legen, die wieder ein bisschen unschärfer sind, die dann eben ein bisschen kleiner sind. Also so kann man sich dann auch das aus verschiedenen Regenschichten so ein bisschen aufbauen. Und was ich ja eigentlich eben noch machen wollte, haben wir noch 2 Minuten, vielleicht schaffe ich das noch mal kurz. Das ist jetzt auch so ein bisschen experimentell. Die ist leer. Wenn ich jetzt vielleicht noch so Regenabpraller hier auf dem Vogel haben möchte, könnte man mal versuchen, jetzt wirklich hier noch mal die Streuung würde ich rausnehmen und den Winkel zu verändern, damit das dann so ein bisschen in alle Richtungen streut und vielleicht den Abstand etwas erhöhen. So, und dann könnte man hier versuchen, dafür müsste man vielleicht ein
noch einen anderen Pinsel erzeugen, aber so ein bisschen funktioniert es, da könnte man jetzt hier noch so das so aussehen lassen, als wenn so ein bisschen... Mhm. Ja, das geht bestimmt noch ein bisschen besser mit einem anderen Pinsel. Aber den, ihr wisst ja jetzt ja, wie man Pinsel zeichnet. Sieht jetzt eher so aus, als hätte der Vogel hier so kleine Härchen. Okay, das war ein Versuch. Aber okay, nee, aber cool. Also auf jeden Fall, dass du die auch händisch tatsächlich mit einem Pinsel einzeichnen würdest. Genau, dann würde ich sagen, schließen wir das Bild hier nochmal eben ganz schnell ab. Machen wir hier einfach nochmal einmal eine Tonwertkorrektur. Ich halte jetzt die Alt-Taste, um hier wirklich einige Bereiche auch weiß zu bekommen. Und ich möchte jetzt hier auch so ein paar weiße Bereiche vielleicht auf dem Vogel haben. Das ist jetzt zu übertrieben. Deswegen würde ich hier jetzt noch einmal die Ebene umkehren und wirklich, um den Betrachter nochmal zu fokussieren, hier den Vogel etwas aufhellen und vielleicht den Bereich hier. Und als allerletztes vielleicht noch, um die ganze Geschichte noch ein bisschen schärfer zu machen, einmal eine Ebene Modus hartes Licht, dann auf Hochpass und dann können wir hier nochmal zwei Pixel machen und dann haben wir ein schön scharfes Bild. Ist jetzt vielleicht ein bisschen viel Regen, aber ja. Cool. Sehr, sehr cool, Lasse. Wirklich beeindruckend. Jetzt auch in der Kürze der Zeit, wie du das hier hingezaubert hast. Vielen, vielen Dank. Ich würde auch sagen, du hast eine Punktlandung geschafft. 12.30 Uhr. Ja, perfekt. Es war super cool, es hat sehr viel Spaß gemacht, dir beim Arbeiten zuzusehen. Ganz, ganz lieben Dank. Hier kommt auch vielen Dank. Echt schön, was Lasse immer aus den Bildern macht, wo man eigentlich denkt, hey je, dieses Bild kann in die Tonne. Kann ich mich nur anschließen. War auf jeden Fall sehr inspirierend. Dankeschön. Danke an euch, an den Chat, dass ihr auch dabei wart. Am Freitag geht es wie immer weiter mit unserem Express-Stream und Lena. Und am Montag ist Sophia Emmerich da mit Photoshop für Fotografie. Dienstag Klaus Schewinski und am Mittwoch Christoph Kreuzer. Ansonsten, das war das jetzt im Schnelldurchlauf, ansonsten würde ich sagen, danke dir, Lasse. Gerne, hat Spaß gemacht. Immer wieder, gerne wieder. Ich hoffe, wir sehen uns hier immer wieder. Das wäre schön. Danke, Tim, wie immer, für hinter den Kulissen bei der Technik. Gleich geht es auch weiter mit dem UK-Stream. Schaltet da auch sehr gerne ein. Tim ist zu Gast. Und ansonsten würde ich sagen, wir sind raus für heute. Habt einen schönen Mittwoch und macht's gut. Ciao, bis bald. Danke.